Guten Abend zu unserer Stadtwerkstatt und unseren Projekte. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Stadtwerkstatt und im Namen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Und wir freuen uns, dass Sie so zahlreich heute Abend bei uns im Zoom sind und im YouTube-Kanal zuschauen können. Mein Name ist Sie wirklich für Sie heute Abend durch den Abend und werde auch die Fragen, die wir schon so zahlreich erhalten haben, vortragen und an unser Podium weitergeben. Ich freue mich, neben mir Herrn Kühne von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zu begrüßen. Er ist Abteilungsleiter für der Abteilung Städtebau und Projekte und Herrn Spieß, den Direktor des Stadtmuseums. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte ganz kurz einmal den Abend vorstellen. Wir hatten aufgerufen, uns Fragen zu den Projekten der Mitte zu senden. Und wir waren sehr gespannt, wie viele zusammenkommen. Sehr viele große Anfragen zusammenkommen, teilweise auch sehr ausführlich und sehr fundiert mit Hintergrundinformationen gestellt. Wir haben das alles aufgenommen und weitergeleitet und waren aber schon in der Situation, dass wir für heute Abend diese Frage ein bisschen zusammengefasst haben, sodass wir auch eine Chance haben, heute Abend durch diese vielen Fragen durchzukommen. Wir fürchten ein kleines bisschen, dass wir nicht alles schaffen werden. Trotzdem sind Ihre Fragen und Ihre Informationen, die Sie uns gegeben haben, nicht verloren. Die werden dann im Nachgang weitergegeben, weiterbearbeitet und dann über mein Berlin und über unsere eigene Website stadtwerkstatt.berlin noch nachträglich schriftlich beantwortet. Sie können aber auch jetzt in der Veranstaltung noch Fragen uns durchgeben. Wir haben einerseits die Möglichkeit für Sie geschaffen, auf mein Berlin direkt Fragen in die Veranstaltung zu stellen per Chat. Natürlich gibt es nachher die Möglichkeit, dass Sie direkt Fragen sich zu Wort melden und Fragen stellen. Und auch über den Chat in Zoom können Sie uns natürlich Fragen durchreichen. Frau Vogelsang wird das Ganze technisch begleiten und dann an mich weitergeben, was die Fragen angeht. Ich möchte zwei kleine technische Hinweise vorweg schicken. Wir werden den heutigen Abend aufzeichnen. Wir werden auch die Zoom-Session aufzeichnen, sodass also auch Interessierte hinterher noch nachschauen können, was wir heute Abend besprochen haben, was tatsächlich auch an Fragen beantwortet wurde. Und wenn Sie sich später melden möchten, gibt es in Zoom die Funktion des Handhebens, sodass Sie sich dort mit der digitalen Hand melden können und wir dann wissen, dass Sie uns eine Frage stellen wollen oder einen Beitrag leisten wollen. Bevor ich jetzt an Herrn Kühne weitergebe, möchte ich einmal ganz kurz erläutern, wie der Abend ablaufen wird. Wir möchten zuerst die Fragen, die Sie uns im Vorfeld gesendet haben, durchgehen. Sicherlich wird das ein oder andere schon am Rande beantwortet, das vielleicht später nachkommen würde. Und das haben wir in fünf verschiedene Themenblöcke geklustert, die wir dann themenblockweise bearbeiten möchten. Je nachdem, wie schnell wir sind, möchten wir natürlich auch ermöglichen, dass Sie dann direkt Fragen oder Rückfragen zu den Antworten zu den Themenclustern stellen. Wir werden dann eine kleine Pause einlegen und nach der Pause gibt es dann die Möglichkeit, direkt die Live-Fragen zusammenkommen im Chat, Ihre Wortmeldungen und Ihre Fragen, die sich dann noch im weiteren Verlauf der Veranstaltung ergeben haben, noch zu beantworten. Und am Ende möchten wir Ihnen noch die Möglichkeit geben, das, was vielleicht heute Abend nicht mehr beantwortet werden konnte, was Ihnen aber besonders wichtig ist, zusammenzutragen und uns nochmal als kleine Aufgabe, wenn Sie so wollen, mitzugeben, dass wir am Ende nach dieser Veranstaltung nochmal überlegen können, welche Fragen sind besonders interessant, auch noch in einem kleinen Video oder in einem kleinen Beitrag nochmal ausführlicher zu beantworten durch Herrn Kühne oder andere Projektmitarbeiter, die das entsprechend dann auch können. Erstmal vielen Dank von mir. Ich gebe weiter an Herrn Kühne, der dann seinerseits
nochmal begrüßt und auch Herrn Schenzies. Ja, vielen Dank. Schönen Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir auf diesem Weg uns austauschen können. Wir sind ja gewohnt, hier in der Stadt zusammenzukommen und an bestimmten Projektteam zu arbeiten, aber bei auch Informationen vermitteln und vor allem auch zu versichern, was Sie als Bürgerinnen und Bürger, Expertinnen und Experten zu unserem Projektraum interessiert. Ich würde darum bitten, mal ganz kurz die Folie von unserem Projektraum zu zeigen, vielleicht noch mal zu Ihrer Orientierung. Wir verstehen ja unter der Berliner Mitte den Bereich am Alexanderplatz, den Bereich zwischen der Stadtbahn und der Spree und die Spreeinsel und auch den südlichen Anschluss an die Spree im Bereich des Kölnischen Parks. Also im Wesentlichen die Bereiche, die mal das historische Berlin ausgemacht haben und die wichtige Verknüpfungspunkte sind, wie der Alexanderplatz. Deswegen bitten wir Sie, Ihre Fragen möglichst auf diesen Raum zu konzentrieren. Und ich hoffe, dass wir die meisten Fragen auch beantworten werden können. Und Sie haben es schon gehört, wir wollen Fragen dann auch an andere weitergeben, wenn wir sie nicht unmittelbar beantworten können oder wenn die Fragen so komplex sind, dass sie die Beantwortung hier in den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Also ich freue mich, dass sich viele zugeschaltet haben und bin gespannt, wie wir mit unserer guten Moderation durch den Abend kommen. Und besonders freut mich, dass Herr Spies hier ist. Wir wollen ja als Stadtplaner ja auch immer die hier mitpräsentieren und denen auch eine Bühne bieten, die selber große Projektverantwortung haben, die selber eine wichtige Rolle in unserem Projektraum spielen. Und das Stadtmuseum für uns natürlich auch nochmal eine zusätzliche Bedeutung, weil wir uns ja mit ganz aktuellen Planungsfragen beschäftigen, aber immer auch den historischen Hintergrund mit im Auge behalten wollen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es heute auch Antworten von Paul Spies gibt. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr, 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 In der Zukunft noch das sogenannte Marinehaus dazu. Dann haben wir im Nikolai-Viertel eigentlich vier Gebäude, in denen wir tätig sind. Wir haben die ehemalige Nikolai-Kirche, das Knoblauchhaus und auch ein Bürogebäude in der Poststraße. Jetzt erweitert, wir waren auf 13/14, wir haben jetzt auch ein Etage in Nummer 14, dann das jetzt sich, schöne Aussicht auf Nikolai-Kirche, Knoblauchhaus und so weiter. Und dann ganz nah um die Ecke im Humboldt-Forum betreiben wir die Berlin-Fläche, also 4.500 Quadratmeter mit einer Ausstellung über die Weltgeschichte von Berlin. Und diese Orte sind eigentlich auch ein bisschen miteinander verbunden, darüber werden wir heute auch weiter sprechen, wenn wir sprechen über eine Art von Beziehung mit Archäologie in der Stadt und was wir da weitermachen könnten, vielleicht auch werden. Also das Stadtmuseum hat sehr viel Interesse, dass diese Umgebung für die Zukunft ein großer Erfolg wird. Ja, vielen Dank. Wir sind natürlich auch ganz interessiert daran, dass wir wissen, wer heute bei uns ist, an Bord ist. Und wir haben eine Frage vorbereitet, die das
sehr, sehr informativ. Ja, herzlichen Dank. Die Frage, Ergebnisse sind vielleicht sehr interessant. Die Geschichte ist sehr schwer zwischen heute Abend auch der Teil 2 Freiraum. Wir haben unsere Themen in verschiedene Blöcke geklappt, wenn Sie das da auch mehr sehen. Und haben jetzt fünf Themenbereiche, auf die wir eingehen wollen. Einmal der Bereich Neubau und Sanierung. Herzlichen Dank, dass Sie so fleißig abgestimmt haben. Neubau und Sanierung, Archäologie, Kultur, Freiraum, Flächennutzung, Beteiligung und Verkehr. Das waren unsere Fragenkästler, die uns zusammengestellt haben, dass wir uns einreichen müssen. Durch ein paar E-Mail und über das Forum. Und ich würde gerne den ersten Beginn, sich vor allem erstmal an Herrn Hühle weiterreichen möchte. Die ersten zwei Fragen würde ich gerne einmal zusammenfassen. Es geht um den Wolkenmarkt. Die Frage ist hier: Wird es ein Kulturwettbewerb für das Quartier am Wolkenmarkt geben? Was ist von dem Baukörper am Wolkenmarkt festgelegt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage: Wenn der Grundstand am Wolkenmarkt verliert, dann wird ein Wolkenmarkt verliert. Und von da gebe ich mal die Hände. Das können Sie wahrscheinlich aus dem FF fragen. Ja, das beantworte ich gerne. Wir bereiten gerade ein Städtebautransitionsverfahren für das Quartier am Wolkenmarkt vor. Das heißt, dass wir mit Planungsteams überprüfen, wie die Bebauung, die schon in einem Bebauungsplan im Wesentlichen umrissen ist, wie sie in Zukunft genau aussehen kann. Also es wird ein konkurrierendes Verfahren, ein Wettbewerb. Und wir wollen uns auch nicht nur mit den Baublöcken und den Gebäuden auseinandersetzen, sondern wir haben jetzt seit einiger Zeit auch schon den Auftrag, uns gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr auch mit den Straßenräumen und mit den Plätzen noch einmal sehr grundsätzlich auseinanderzusetzen. In dieser Stufe wollen wir sehr konkrete Vorstellungen für die zukünftige Bebauung entwickeln und auch so etwas wie ein Gestaltungshandbuch. Und anschließend soll es dann Realisierungswettbewerbe für die Gebäude geben. Für uns ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt schon vorbereitet auch Gedanken über die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer und die Nutzungen machen. Da gibt es im Bebauungsplan bisher ja auch nur sehr grobe Vorgaben. Und in diese Richtung geht aus meinem Verständnis auch die zweite Frage zur Parzellierung. Wir sind ja mal angetreten bei der Quartiersentwicklung mit der Vorgabe, alle Grundstücke verkaufen zu müssen, also an einzelne Eigentümer zu vergeben. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das Land Berlin hat eine neue Liegenschaftspolitik. Das Land Berlin wird Eigentümer der Grundstücke bleiben. Und insofern wird es keine Vergabeverfahren für die Grundstücke geben. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften BBM und DEGIWO sollen die Bauherrenfunktion übernehmen. Aber wir wollen dafür sorgen, dass es vielfältige Nutzung geben wird. Da interessieren uns besonders die Erdgeschosse, aber auch die Gebäude, die nicht für Wohnen genutzt werden können. Und wir diskutieren intensiv, ob wir diese Flächen kuratieren können. Das heißt, eine gezielte Auswahl von Gewerbetreibenden, Künstlerinnen, Künstlern, von Gastronomie und ähnlichen Aktivitäten. Und dieses Thema des Kuratierens ist eins, das wir sehr stark aus dem Kulturbereich kennen. Also Paul Spies kennt sich damit wahrscheinlich sehr gut aus. Und auch weil wir sehr viel kulturelle Nutzung ins Quartier bringen wollen, ist es ein Thema, wo wir auch mit der Kulturverwaltung und Kulturakteuren wie dem Stadtmuseum diskutieren werden, wie wir das gut hinbekommen. Herr Spies, wollen Sie da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, zu unserem Kulturquartier und dieser Art von
Genau. Also wenn ich an den Molkenmarkt denke, denke ich jetzt natürlich, wie das in der Zukunft dann eine viel bessere Verbindung geben wird mit zum Beispiel zwischen Nikolaikirche und Alte Münze, aber auch wie das Stadthaus wieder in ein Gefühl von, sage ich mal, Gesamtstadtgefühl aufgenommen wird, mit Roter Rathaus natürlich auch. Also ich wünsche mich sehr, dass es ein sehr begehbares Gebiet wird. Also wenn man über Verkehr spricht, spricht man, wie kann man als Passant, als Spaziergänger sich dort gut bewegen. Und dann kommt man natürlich auch zu dem Punkt, dass man sich ein Bild wünscht, in dem nicht eine sehr kommerzielle Ausstrahlung entsteht, aber und vielleicht auch nicht so klassisch touristisch mit Souvenirshops und so weiter. Das kennen wir alle als wenig sage ich mal, hinreißend, aber dass es eine Art von Gemengelage gibt von Kultur, Kunst, Geschichte und natürlich Special Shops. Also das entwickelt sich heutzutage natürlich ganz schnell, indem zum Beispiel auch nachhaltige Produkte angeboten werden an so eine Gemengelage von Einwohnern und vor allem dann auch natürlich Touristen. Ein Berlin-Gefühl sollte schon daraus sprechen, weil man ist im alten Zentrum. Und was kann man da alles ausdenken? Wie kuratiert man so etwas? Wir selber könnten uns überlegen, um punktuell so ein paar Sachen vielleicht mitzunehmen in unsere Geschichtserzählung. Hatten wir auch schon mal besprochen beim Petriplatz, zu überlegen, ob unser Not an Raum, was wir immer haben, weil wir zu viele Büros brauchen, weil wir auch wachsen wegen dieser Erweiterung, zum Beispiel beim Humboldt-Forum, aber auch so eine riesen Sammlung haben von 4,5 Millionen Objekten, ob man da nicht was machen kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, was ich in Amsterdam kenne, wo ich herkomme, dass Archäologie gezeigt wird als Teil der Ausstrahlung, dass man von der Straße aus in bestimmte, auf bestimmte historische Lagen etwas sieht, von was da mal war, und das wird dann erklärt. Muss man vielleicht aufpassen, dass das nicht zu viel Raum nimmt, muss auch nicht zu ausführlich sein, aber so eine Art von Spur wäre ganz besonders schön. Vielleicht können wir da dann auch in der Vermittlung etwas tun. Wir möchten ja später auch nochmal über einen archäologischen Pfad sprechen. Und wenn ich über Archäologie spreche, dann spreche ich nicht nur über Mittelalter und vielleicht die Geschichte 17, 18. Jahrhundert, aber dann spreche ich wirklich bis vor kurzem. Also was für Geschichten steckt da in der Boden? Ich glaube, das Stadtmuseum ist ganz interessiert, um da mitzudenken und vielleicht auch mal so ein paar Sachen zu stärken in ihre Erzählungen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne zur nächsten Frage kommen. Wir haben noch einige Fragen bei uns. Die nächste Frage ist in dem Kontext. Welche Planung ist das in der Nördliche? Diese Stadt hat sich sozusagen allen selbst enthalten. Welche Maßnahmen sind im Zusammenhang mit dem historischen Hafen geplant? Ist es ein Wasserwasser, was man sich für den historischen Hafen geplant hat? Das ist jetzt schon sehr, sehr spezifisch. Ja, vielleicht zur Einordnung. Wir hatten ja die Tage gesehen. Dieses Sanierungsgebiet umfasst auch den Uferbereich, den ich angesprochen habe, südlich der Fischhecke und südlich der Lindenschleuse. Das ist ein Bereich, der zu unserem Projekt gehört. Wir haben es bisher aber hier in der Stadt mit dem Sanierungsgebiet noch nicht ausgiebiger beschäftigt, mit Ausnahme der Thematik der vierten Weißenbrücke und natürlich mit Ausnahme des Märkischen Museums und seines Umfelds. Deswegen ist das eine der Fragen, die wir gerne weitergeben werden, also an die Kolleginnen und Kollegen im Bezirksamt, die für dieses Sanierungsgebiet zuständig sind, und an die bei uns im Haus, die für die Städtebauförderung zuständig sind. Also leider bin ich deswegen auch im Moment nicht aussagefähig, was jetzt konkret zum historischen Hafen geplant ist. Okay, ja, danke schön. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage.
Wann gibt es Fortschritte beim Bauvorhaben an der Ecke Mühlendamm-Fischerinsel? Auch eine gute Frage. Das war ja ein Projekt, das sehr konfliktrechtlich war, sehr umstritten war. Aber im Prinzip sind alle Voraussetzungen geschaffen, um mit dem Bau dort zu beginnen. Bauherr ist die WWM, also die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Und die Genehmigungen sind alle erteilt. Ich kann das jetzt auch nicht aus dem Stand heraus beantworten, wann Baubeginn sein wird. Aber das klären wir gerne. Und das einzige kleine Teilprojekt, das damit verbunden ist, wo wir uns auch jetzt in unserer Verwaltung engagiert haben, war auch ein kleines archäologisches Fenster. Man hat dort ja gegraben und im Prinzip alle historischen Reste beseitigt, aber soll am Rand zur Grünfläche auf der Fischerinsel auch ein kleines archäologisches Fenster geben. Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch drei Fragen und dann denke ich, habe ich am Anfang auch noch Rückfragen aus von Seiten der Teilnehmenden. Ich mache mal weiter mit der Frage zur ESD, die Breiber Straße. Wird die Brücke zwischen dem ehemaligen Staatsgebäude und dem neuen oder der Breiber Straße tatsächlich umgesetzt werden, wie wird sie gestaltet? Ich verstehe das so, dass hier nach der Bebauung an der Breitenstraße gefragt wird, die wir jetzt auch konkretisieren wollen in der Planung mit der WWM zusammen. Also diese ehemaligen Straßenflächen nördlich von der Schanzstraße. Auch dort soll es einen Realisierungswettbewerb geben, den wir gerade vorbereiten. Es ist nicht ganz so komplex wie am Molkenmarkt, aber im Prinzip ist es ein ähnliches Verfahren. Wir haben ja an der Breitenstraße und am Petriplatz gelernt, wie wir mit solchen historischen Orten umgehen, dass also erst die Archäologen kommen, graben und wir dann schauen, was an den geschichtlichen Resten im Boden ins Quartier mit übernommen werden soll. Mit dem nördlichen Abschnitt an der ESMT, also der dann bis zum Schlossplatz. Da besprechen wir gerade mit der SNT gemeinsam, wie dort auch die Planung konkretisiert werden kann. Viele von Ihnen werden ja wissen, dass wir für den Freiraum in diesem Sommer ein Verfahren auch mit der Online-Beteiligung durchgeführt haben. Also wir haben uns sehr stark mit der Grünanlage auseinandergesetzt, mit dem Flusswald und die Planungen für eine Bebauung an der Straßenseite und der Straße. Das wird ein Thema für nächstes und übernächstes Jahr. Ja, herzlichen Dank. In diesem Fragenblock die vorletzte Frage. Wieso wird es verhindert, den alten Stadtgrundriss im Bereich vor dem Roten Rathaus wiederherzustellen? Die Frage war etwas umfangreicher formuliert. Wir haben sie etwas komprimiert. Herr Kühne, ja, die Diskussion an welchen Stellen in der ehemaligen Altstadt von Berlin wieder Bebauung entstehen sollen, die ist ja in den letzten Jahrzehnten sehr kontrovers geführt worden. Wir haben eben ja schon von den Bereichen gesprochen, wo es die politische Entscheidung gibt, auch wieder im Anschluss an die historische Bebauung neu zu bauen, also am Morgenmarkt an der Breitstraße beispielsweise. Für die Freiflächen vor dem Roten Rathaus wurden, wie viele von Ihnen wissen werden, in einem sehr intensiven Beteiligungsprozess Bürgerleitlinien erarbeitet. Und diese Bürgerleitlinien, die auch einstimmig vom Abgeordnetenhaus beschlossen wurden, sehen vor, dort, also vor dem Rathaus keine Bebauung wiederherzustellen, sondern diesen Freiraum zu qualifizieren. Auch dazu bereiten wir einen Wettbewerb vor. Das, was viele von Ihnen wissen werden, es hat hier ja auch Beteiligungsveranstaltungen gegeben. Wir haben für den Ort von dem Rathaus dabei eine ganz besondere Herausforderung. Eine Bürgerleitlinie fordert uns auf, dort einen Ort der Demokratie zu entwickeln. Wir haben noch nicht den Partner gefunden, die eine genaue Vorstellung formulieren konnten.
was heutzutage in einer Stadt wie Berlin ein Ort der Demokratie vor einem Rathaus ist. Ich weiß auch nicht, ob Paul Spies und das Stadtmuseum aus der historischen Perspektive oder aus einer aktuellen Perspektive dazu Hinweise geben kann oder Anregungen geben kann. Das ist ein Thema, an dem wir auf jeden Fall noch arbeiten müssen. Also insofern, dass es ein Grün- und Freiraum bleibt, ist klar, aber wie der Ort der Demokratie aussehen soll, da tasten wir uns heran. Herr Spies, genau. Wollen Sie was dazu sagen? Wir sprechen jetzt über den Raum zwischen Roten Rathaus und, sag mal hier, ne? Also Stadtwerkstatt. Ja. Und ja, wir haben ja öfters darüber geredet, braucht Berlin ein Piazza del Popolo, braucht sie ein Raum, in dem man zusammenkommen kann? Macht der Berliner das? Ist Mitte eigentlich für Berlin interessant oder eben weniger? Ja, Alexanderplatz natürlich, da kann man shoppen, aber wie ist das? Und oder muss man es umdrehen und sagen, wenn man ein self-fulfilling prophecy daraus macht, kann man einen Ort schaffen, wo die Leute gerne verbleiben. Und das ist eigentlich mein erster Gedanke gewesen, nicht so sehr ein Gebäude, nicht so sehr ein Institut. Gebäude kostet was, Institut kostet was und man braucht einen Zweck. Und wenn es jetzt noch niemand gegeben hat, der sagt, ich weiß genau, was es sein soll und es gibt ein großes Gremium, das dann sagt, ja, ja, das stimmt und daran sollten wir arbeiten, so wie das mal passiert ist mit, dass es das Schloss als Humboldt-Forum gedacht wurde, so eine Idee, die jetzt auch sozusagen in der Ausführung ist. Und ich denke, dass das eine glückliche Idee war, um die Welt zentral zu stellen in dieses Gebäude und nicht Berlin oder Deutschland. Und jetzt muss man sich vielleicht überdenken, gibt es noch einen Zweck, gibt es noch so etwas, was man bei diesen vielen eigentlich schon auch die Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Zwecke dient, ob man dann nochmal so etwas machen sollte oder ob man ein bisschen entspannt überdenken soll, es muss ein Raum sein, wo man gerne zusammenkommt, aber jetzt nicht ein Gebäude, was ganz sozusagen wieder mit Mauern gestaltet ist, wo man wieder Aktivitäten machen muss. Also mit unserem Klimawandel wird es hier immer angenehmer von April bis vorige Woche. Ich denke, man soll mal überdenken, ob man erstmals für diesen Freiraum, für diesen Raum, für diese Luft etwas ausdenken kann, was für Berliner, vielen Berlinern erstmal sein Anlass ist, um sich überhaupt zu sein Zentrum, zu sein Rathaus zu verhalten. Weil die Touristen bekommen wir vielleicht gar nicht mehr in diese großen Mengen zurück. Und wir wollen ja, dass dieser Raum benutzt wird und nicht von einer kleinen Elite, nicht nur von Kulturliebhaber. Es muss breiter gedacht werden. Es sollte viel mehr zu tun haben mit vielen Communities in dieser Stadt, die normalerweise ihr Kiez nicht verlassen oder vielleicht doch für etwas, wo man sich trifft. Ich will jetzt nicht einen großen Biergarten draus machen, das wäre gar nicht gut. Aber ich würde gerne darüber nachdenken, was ist das, der Piazza del Popolo für die Berliner, die zumindest jetzt mit der U-Bahn gut angeschlossen sind. Ja, schönen Dank. Das war eine prima Perspektive und eine großartige Vision, die Sie da ausgebreitet haben. Ich möchte trotzdem noch auf die letzte Frage kommen und dann haben wir, denke ich, noch 2-3 Minuten Zeit für Rückfragen aus dem Podium, nicht aus dem Podium, aus den Zuschauerreihen. Durch welche Gestaltungselemente wird sichergestellt, dass die Mühlendammbrücke zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität im Herzen Berlins wird? Welche Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung bestehen? Ja, das ist ein Thema, um das wie die meisten wissen werden, aktuell sehr gerungen wird. Wir als Senatsverwaltung, wir haben den Auftrag, auch für den Neubau einer Brücke an diesem Ort einen Wettbewerb zu organisieren. Aber über die Vorgaben gibt es noch relativ große Diskussionen.
Die Verantwortlichen der Verkehrsverwaltung wollen sicherstellen, dass auf absehbare Zeit dort noch sehr große Verkehrsmengen abgewickelt werden können, die wir dort ja auch vor Ort haben. Andererseits ist auch sehr gut nachvollziehbar, dass es die Forderung gibt, dass der innerstädtische Verkehr an so wichtigen Ort reduziert wird. Und deswegen hat es ja auch auf der politischen Ebene, aber auch durch Bürgerinitiativen, Bürgerinnen und Bürger die Forderung gegeben, eine erste Auslobung, in dem im Wesentlichen die Brücke in der Breite wiederhergestellt werden sollte, wie sie heute dort vorhanden ist, eine Auslobung nochmal zu überarbeiten. Dazu wird es in den nächsten Wochen noch Gespräche geben. Also die politische Verantwortung dafür hat ja die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr. Und vermutlich wird es dann in der Wettbewerbsauslobung die Aufgabe geben, darüber nachzudenken, wie eine solche Brücke schrittweise vom Verkehr befreit werden kann und wie dann in mehreren Schritten, wenn dort einfach Platz gewonnen werden kann, durch weniger Fahrbahnen, dort auch die Aufenthaltsqualität dann deutlich verbessert werden kann. Wie gesagt, wir warten auf eine entsprechende modifizierte Aufgabenstellung und das wird sicherlich dann auch nochmal in die Öffentlichkeit und gegenüber interessierten Bürgerinnen und Bürgern von der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr kommuniziert. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, wir haben jetzt noch ein, zwei Wortmeldungen von den Zuschauern noch entgegenzunehmen. Gibt es da schon Wortmeldungen? Ja? Herr Mauersberger hat sich digital gemeldet. Ja, Herr Mauersberger. Ja, guten Abend. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Neubau der BBM am kaiserlichen Fischmarkt. Ich weiß, dass dann die Baugenehmigung erteilt wurde, aber wer die Entwurfsplanung kennt, weiß, dass dieser Block, der da entstehen soll, zumindest an der Platzseite, also Mühlendamm, dem großen Ort in keinster Weise entspricht. Es ist ein Neubau, der nach Hellersdorf oder Marzahn passt, aber nicht an den ältesten, einen der ältesten Plätze der Stadt Berlin. Und meine Frage an Herrn Kühne, sehen Sie noch Möglichkeiten, die Planung da in den nächsten Wochen anzupassen? Also im Prinzip die Fassade, es geht ja nicht um die Baukubatur, die ist ja festgelegt, die ist ja auch im Planwerk Innenstadt schon lange Zeit so vorgeschrieben. Aber ich halte es für möglich, dass man die Fassaden überarbeiten könnte, um da eine größere Differenziertheit reinzubekommen, drei Gebäude abzubilden, Staffelgeschoss oder ähnliches. Ja, danke, Herr Mauersberger. Dann will ich gleich antworten. Mhm. Also Sie wissen ja, es gibt einen Bebauungsplan für dieses Projekt. Es gab ein Wettbewerbsverfahren, wo dann ein erster Preis ausgewählt wurde, der aber jetzt so nicht umgesetzt werden soll, weil das hohe Gebäude direkt an der Brücke auf sehr starken Widerstand bei Politikern und bei Anwohnerinnen und Anwohnern gestoßen ist. Aber nach meiner Einschätzung ist zu einem Zeitpunkt, an dem die BBM bereits eine Baugenehmigung hat, nicht zu erwarten, dass dieses Projekt noch gestoppt und verändert wird. Sie sehen das richtig. Bei diesem Projekt werden nicht die Kriterien umgesetzt, die wir an der Breitestraße oder am Molkenmarkt verfolgen wollen, also eine kleinteilige, differenzierte Bebauung, sondern es wird eine großmaßstäbliche Bebauung sein, die eher aus dem Kontext der Fischerinsel heraus entwickelt worden ist. Aber nach meinem Kenntnisstand wird die BBM dieses Projekt umsetzen und insofern konnte ich auch die Frage verstehen, warum eigentlich nicht schon begonnen worden ist. Aber wie gesagt, dazu kann ich Ihnen jetzt im Moment nichts Konkretes sagen. Ja, danke schön, Herr Köhle. Frau Ellenbrock hatte noch die Hand gehoben. Ich bitte um eine ganz kurze Rückfrage, damit wir dann zum nächsten Fragenteil kommen können.
der ja auch durchaus umfangreich ist. Der naheliegende und berechtigte Frage, wer eine neue Mühlendammbrücke baut, unter anderem um die Straßenbahn, dann in den nächsten Jahren dort umsetzen zu können, der wird auch eine neue Gertraudenbrücke bauen müssen. Und deswegen, also nach dem Wettbewerb für die Mühlendammbrücke soll es schnellstmöglich auch einen Wettbewerb für die Gertraudenbrücke geben. Und all die Themen, die jetzt für die Mühlendammbrücke ausgefochten werden, wie viel Verkehr muss da drüber, wenn sie mal fertig ist? Wie wird man sie langfristig dann vom Verkehr befreien können? Wie wird man sie nutzen können? Oder wird man sie vielleicht sogar einen Teil der Brücke wieder abbauen wollen, wenn man so extrem breite Brücken gar nicht braucht? All diese Themen werden sich dann auch in diesem Verfahren stellen und wir werden dafür werben, dass es dann bei der Gertraudenbrücke frühzeitiger und ausführlicher Bürgerbeteiligung geben wird, als wir das bei der Mühlendammbrücke erleben. Ja, schönen Dank. Ich denke, damit kommen wir jetzt zum nächsten Frageblock oder zum nächsten Cluster an Fragen, das wir zusammengestellt haben, nämlich Archäologie und Kultur. Ich würde die Fragen jetzt vor allem erstmal an Herrn Spieß richten, die bekommen. Und zwar die erste Frage gleich. Wie könnte ein archäologischer Rundgang vom Rathausforum bis zum Petriplatz aussehen? Wie sollen die archäologischen Fenster gestaltet werden? Das hatten Sie ja eben hier schon angerissen. Ja, vielleicht können Sie das noch ein kleines bisschen ausführen. Ja, das ist eine spannende Aufgabe. Natürlich haben wir das Archäologische Haus, das Zentrum am Petriplatz zu erwarten und daneben ganz spannend auch den Keller vom House of One. Also da gibt es schon in einer Achse, sage ich mal, so eine Art von so Akzent, dass man in einen Rundgang aufnimmt. Und von daher sollte man, glaube ich, zum Rathauskeller in der Zukunft gehen. Vielleicht mit einer kleinen, sage ich mal, Abzweigung, also eine kleine Haken entlang die Nikolaikirche, die ja einerseits die älteste Steine, die noch so benutzt werden, zeigen, aber auch mit diesem Münzfund schön ausgestattet ist, was auch, glaube ich, in der Zukunft umsonst angeboten werden kann. Und der Rathauskeller soll entwickelt werden. Und das ist auch ein archäologisches Phänomen, was natürlich ganz spannend wird. Es dauert noch ein bisschen, bevor es soweit sein kann. Aber dann haben wir erstmals einen Haken so ungefähr gemacht. Ich liebe aber Rundgang. Wenn man noch Energie hat, und ich warne jetzt schon mal, dass es für viele Besucher jetzt schon ziemlich erschöpfend war, die 6 Orte, die ich aufgezählt habe, dann könnte man denken, dass man entlang die Neubauten zum Grauen Kloster geht und dass man dort der Stadtmauer dann besucht und in der Zukunft über eine neue Weißenbrücke im Märkischen Museum Kontexte über diese archäologische Welt nochmal hinzugefügt bekommt. Und dann wird es natürlich spannend sein, um noch etwas zu überdenken, wie man ein letzter Gang von Märkischen Museum nach Petriplatz schön gestaltet, wobei man auch noch ein paar Sachen sieht. Und dann hat man, glaube ich, schon einen ganzen Tag verbracht. Es gibt noch viel mehr. Wenn man diesen archäologischen Plan von Mitte sich ansieht, gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, die kleiner sind, meistens auch nicht so gut entschlossen sind. Aber vor allem auch könnte man noch etwa ein paar Museen dazu hinzufügen. Es gibt ja auch eine archäologische Abteilung über Archäologie im neuen Museum. Das könnte man auch noch eventuell anbieten. Vielleicht gibt es also noch einen Radialplan von Archäologie. Es ist eine sehr spannende Aufgabe. Es kann aber nicht in einem Guss gemacht werden.
wie das gestaltet wird. Ich hoffe nicht nur mit Aufsteller und Stelen und beleuchtete Kasten und so weiter. Ich finde schon, das muss auch erlebbar sein. Und dafür ist die Technik natürlich heutzutage uns, steht uns zur Verfügung. Man kann VR oder AR kann man produzieren auf dem Tablet oder auf dem Telefon, auf dem Handy. Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass, Guides eine Rolle spielen, weil persönlich erzählt ist immer noch besser als ein Gerät. Und ja, dass wir dann auch markieren in der Straße, was es für Möglichkeiten, also was es für Erzählungen gibt, das ist in Ordnung. Aber stellen Sie sich vor, dass man mit ein AR oder sowas schiebend über ein Gebäude die alte Lage oder eine Straße, die alte Lage in Bild bringen kann, früher und jetzt. Das sind eigentlich jetzt, sage ich mal, ganz gut zur Verfügung stehenden Techniken, die benutzen wir auch schon. So ein archäologischer Pfad ist ein, glaube ich, ein für Berlin, also ich sage immer, Berlin ist eine archäologische Stadt. Das ist sie auch wirklich und sie nützt das noch viel zu wenig aus. Ja, danke. Das hat eigentlich die nächste Frage, nämlich wie wollen Sie die wichtige Verbindung vom Humboldt-Forum über den Petriplatz zum Märkischen Museum attraktiv gestalten, schon gleich mitbeantwortet. Ja. Und da bleibt mir dann als Anschlussfrage als nächstes die Frage zu stellen, was planen Sie für das Marinehaus? Ja, das Marinehaus, ein paar von meinen Kolleginnen, die daran arbeiten, sind heute bei uns. Ulrike Kloss leitet ein Team mit Nele Günteroth und Claudia Gemmeke, die auch beide da sind. Vielleicht sind noch mehr da, aber die Namen habe ich vorher gesehen. Es macht uns unwahrscheinlich viel Freude, um zu überdenken, wie man ein aktives Haus aus das Marinehaus machen kann. Wir haben ein Schaufenster, Märkisches Museum, wo man nicht so viel Freiraum hat, um zu gestalten, weil das ist ein super schönes Gebäude von Hoffmann, das wir wirklich auch zurückrestaurieren möchten, nach einer Ausstrahlung, die um 1908 geschaffen worden ist. Trotzdem soll darin auch noch eine Ausstellung kommen, die mit viel Gegenwartsbezug und moderne Mittel auch vieles erzählt für eine ganz, ganz breite Gruppe von Besuchern, die wir für die Zukunft uns wünschen, unsere, nicht nur die klassischen Museumsbesucher, aber im Marinehaus hat man eigentlich viel mehr Freiheit, um andere Gruppen anzusprechen und auch viel mehr unterschiedliche Disziplinen dazu zu holen. Nicht alle lieben Museen, sind aber interessiert in Stories, in Storytelling, in Biografien, in Geschichten von der Kiez, von der Straße, von den Nachbarn. Und wir möchten eigentlich aus das Marinehaus ein Ort der Begegnung, aber vor allem auch der Aktivität machen, in dem wir nicht über Besuchen, aber über Partizipanten sprechen. Es muss eine große Willkommenskultur herrschen im Erdgeschoss und wir sind ganz, ganz froh, dass wir ein dänisches Büro gefunden haben in der Auswahl für die Gestaltung von einem Haus in der Haus. Und dieses Haus in der Haus, es wird von Holz gestaltet. Das ist ein warmes Material. Es ist ein Material, das einladend ist. Es wird keine Industriekulturatmosphäre geben, es wird auch keine Rekonstruktion von der Ballsaal der Marine es geben. Es wird eine wunderbare Umgebung geben, wo man Aktivitäten sieht. Natürlich machen wir Stadtlabor mit Liebhaber und mit Kenner, aber auch mit neuen, sag ich mal, Liebhaber, junger Liebhaber, mit Schulklassen und mit Menschen, die sich mit großen Themen der Stadt auseinandersetzen. Aber wir möchten mit Musik, mit Tanz, mit Theater und mit anderen moderneren Medien arbeiten, damit auch andere Leute sich angesprochen fühlen, um sich mit Stadt und Stadtgeschichte und unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und wir werden das so verteilen, wir werden Partner suchen, wir können als Museum nicht alle selber, also es wird auch ein Konglomerat sein von Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Organisationen in der Stadt, die bei uns sozusagen Platz und Publikum finden, um partizipative Formate zu entwickeln und dazu auch
eine Anzahl von Studios für freiberufliche, freie Künstler, die aber Community Art machen mit unseren Besuchern, gemeinsame Kunst schaffen. Das wird ein lebendiges Ort sein. Wir brauchen eine sehr gute Idee für die Straße zwischen Märkisches Museum und, und Marinehaus. Das muss ein Ort werden, wo eigentlich schon mal das anfängt. Also auf der Straße soll es sichtbar und erlebbar sein, dass in diese zwei Gebäude wunderbare Sachen für den Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt entwickelt und organisiert werden. Und insofern eignet sich das Thema sehr gut, im nächsten Jahr vielleicht auch mal hier in der Stadtwerkstatt diskutiert und bearbeitet zu werden. Absolut. Also ich habe ein paar Leute genannt, es gibt noch mehr Leute. Wir sind eben dabei, um das FEPAU festzustellen und jetzt machen wir weiter. Wir brauchen bis zu 2025, Ende 25 ungefähr, brauchen wir die Zusammenarbeit sehr partizipativ. Also was wir heute Abend machen, das ist eigentlich das Thema vom Marinehaus mit Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt gestalten. Ja, das leitet prima in die nächste Frage über, nämlich wir kehren zum Molkenmarkt zurück. Und da ist die nächste Frage, schreiben Sie eine Stelle für ein Kulturkonzept für das Quartier am Molkenmarkt aus? Und ja, gibt es dazu Pläne? Ich war noch nicht so weit. Wir machen schon so viel. Zu viel, wird immer gesagt. Wir möchten auch noch unser wunderbarer Ort in Düppel, also das Museumsdorf Düppel, was auch über Mittelalter geht, was eigentlich auch in Verbindung hat mit Berlin, mit Mitte, weil so wie in Düppel gezeigt wird, wie die Stadt angefangen hat, so wird es in Düppel so ein bisschen so gezeigt und kann man es erleben. Auch ein wunderbarer partizipativer Ort. Molkenmarkt ist nochmal eine Erweiterung. Wir möchten uns als Stadtmuseum mit dem Rathaus Keller erstmals beschäftigen. Wir möchten auch vielleicht noch ganz andere Sachen in der Stadt mit archäologischer Pfad tun. Wenn es in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit der archäologischen Dienst oder so etwas eine Idee gibt, dann werden wir natürlich mit sehr viel Interesse uns damit beschäftigen. Ich kann nur sagen, bei uns ist noch keine Idee angelangt, von dem wir sagen, das gehört zu unserer Kernaufgabe. Ja, falls ich wieder spreche, wenn ich wieder zu hören bin, meine Batterien sind ausgetauscht worden im technischen Gerät hier, nicht bei mir. Nicht dein Netz. Nein, noch nicht. Ja, also ich habe das Thema ja angesprochen oder schon angesprochen. Wir untersuchen, inwieweit man ein Quartier wie das am Molkenmarkt kuratieren kann. Aber wir sind noch nicht in der Phase, dass wir jetzt ein aktives Management schon vorbereiten, jetzt für das ganze Quartier. Wir machen solche Überlegungen ja gerade auch für das Haus der Statistik. Also es gibt an mehreren Stellen, es gibt es in etwas kleineren Maßstab auch in der alten Münze. Also das Stichwort bleibt, glaube ich, noch auf der Agenda und wir könnten es gut gebrauchen, aber wir müssen auch sehen, was im nächsten und im übernächsten Jahr an Haushaltsmitteln vorhanden ist. Wir haben im Moment ja doch einige Fragezeichen und aber das Quartier muss ja Gott sei Dank nicht in 2 Jahren fertiggestellt werden. Ja, hat ja auch schon eine gewisse Geschichte, genau. Ja. Da bleibt die letzte Frage aus dem Fragenblock zu der Geschichte und dem Molkenmarkt, nämlich die Frage, welche freigelegten Keller am Molkenmarkt werden erhalten und gegebenenfalls wieder mit einem Haus bebaut? Da würde ich eine Antwort versuchen. Es werden dort ja, das wissen viele, es werden dort ja gerade intensive Grabungen durchgeführt. An 2 Stellen hat es ja auch sehr interessante Funde schon gegeben. Direkt hinter dem Rathaus ist ein historisches Kraftwerksgebäude ausgebaut worden. Ein Teil der Keller, die nicht unter die neu zu bauende Straße geraten, soll auf jeden Fall erhalten werden und dann in eine Bebauung dort integriert werden. Ich finde das ein super Thema. Dort hat vor etwas mehr als 100 Jahren eine Generation so etwas wie Energiewende vom Holz und vom Kohleofen zur Elektrizität ausprobiert.
Es könnte ein Ort werden in dem Gebäude über diesen Kellern, wo auch wir uns mit Energiewendefragen auseinandersetzen, vielleicht auch Energie im übertragenen Sinn. Es gibt kreative Energien, also Elektrizität ist nicht die einzige Energie, von der eine Stadt wie Berlin lebt. Und es hat interessante Kellerfunde vor dem Stadthaus gegeben, die in einem Bereich liegen, wo ein großer Innenhof vorgesehen ist. Also wir werden sicherlich noch mehr interessante Funde präsentiert bekommen. Und das ist dann die wichtige Planungs- und Gestaltungsaufgabe. Welche sind so interessant, dass man sie im Gebäude integrieren will? Oder wo gibt es auch in Freiflächen mal die Gelegenheit, etwas zu erhalten und zu integrieren? Ja, vielen Dank. Das war erstmal so zu dem Fragenblock Archäologie und Kultur. Das war schon sehr ausführlich. Insofern würde ich eigentlich gerne gleich zum nächsten Block kommen. Herr Mennig hat sich jetzt aber schon ganz am Anfang dieses Blocks zu Wort gemeldet. Deswegen eine Rückfrage, wenn Herr Mennig sich kurz fasst zu diesem Fragenblock. Herr Mennig, Sie haben das Wort. Ja, wir hören Sie. Ich will noch mal kurz zurückziehen. Meine Frage war, meine Wortmeldung war zuvor. Ich sortiere mich da für diese Runde. Ja, ich komme noch mal später. Okay, gut. Dann hat Herr Mauersberger die Gelegenheit, für Herrn Mennig kurz einzuspringen und die Rückfrage. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch mal auf die Archäologie zu sprechen zu kommen. Herr Stief hat es kurz erwähnt. Was gibt es für Pläne für die Keller des alten Rathauses im Zusammenhang mit der Eröffnung der U-Bahn? War jetzt nicht mehr zu lesen darüber. Da wäre ich ja neugierig, wie da die Pläne sind über die Zugänglichkeit oder was da geplant ist. Da würde ich gern anfangen. Wir als Senatsverwaltung, wir suchen immer noch den Bauherrn für diese Kellererweiterung. Wir ahnen auch schon, wer es tun könnte. Das wäre eigentlich eine Aufgabe der BIM, der Berliner Immobilienmanagement GmbH, die auch das Rathaus betreut. Wir haben im Moment aber die Kolleginnen und Kollegen dort sehr viel zu bauen. Also wir müssen dafür werben, dass gebaut wird. Eine Vorplanung gibt es schon. Und ich glaube, wir werden Erfolg haben mit der Werbung um den Bau, wenn wir noch bessere Ideen für den Rathauskeller haben. Also vor allem auch für den schon bestehenden Rathauskeller. Herr Spieß hat angedeutet, dass das ein Thema ist, das das Stadtmuseum auch sehr interessiert. Und wir werden sehen, ob wir da gemeinsame Ideen entwickeln können, die noch spannender sind als das, was bisher schon gedacht worden ist. Und dann werden wir sehen, wie viel Begeisterung wir auslösen, die sich dann unmittelbar in einem Budget sowohl für die Planung als auch für den Betrieb zeigen sollte. Genau. Okay. Ja, herzlichen Dank. Wir kommen zum nächsten Bereich, der heißt Grün und Freiraum. Und Fragen dazu ist als erstes: Wann ist bitte mit einem Wiederaufbau der Pylone der Inselbrücke zu rechnen? Ja, das ist ein interessantes Thema. Die Spree ist ja mit ihren Armen oder mit ihrem Flusslauf in der Innenstadt, unterhalb der Mühlendammschleuse, nicht sehr breit. Also man fährt auf der Straße schnell über eine Brücke, ohne zu merken, dass man das Wasser überquert hat. Und das war ein Anreiz, die Brücken durch Pylone zu markieren. Das haben wir wir haben eine Art Brückenfamilie von der Montbijou-Brücke über die Rathausbrücke, jetzt in einer relativ neuen Variante. Also die meisten repräsentativen Brücken der Innenstadt rings um die Spreeinsel hatten Pylone. Davon sind einige durch Kriegszerstörung vereinfachten Wiederaufbau verloren gegangen. Wenn die Brücken erneuert werden, werden häufig, wie beispielsweise bei der Friedrichsbrücke, diese Pylonen auch integriert oder auch ergänzt. Für die Inselbrücke kann ich Ihnen das jetzt nicht exakt beantworten.
Und das ist eine Frage, die wir auch an unsere Brückenbaukollegen weitergeben müssen. Also auch bei, jetzt beim Neubau der Mühlendammbrücke und der Gertraudenbrücke ist das eine Gestaltungsoption. Ich nehme an, Herr Spieß hat in seiner Sammlung keine eingelagerten Pylone von Brücken. Sie haben ja relativ viel architekturbezogene Elemente, aber Sie können ja nochmal suchen lassen. Ich werde nochmal suchen. Gut. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema, und zwar, welche Haltung nehmen Senat und Bezirk zu dem von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung geplanten Fischaufstieg an der Fischerinsel ein? Das ist überraschend. Ja, vom Grundsatz her begrüßen wir das. Viele von Ihnen werden wissen, dass es eine Wasserrahmenrichtlinie der EU gibt, die darauf zielt, möglichst alle Gewässer in Europa in einen naturnahen oder naturnäheren Zustand zu versetzen. Als ich noch für die Denkmalpflege vor langer Zeit zuständig war, hatten wir die Sorge, dass man irgendwie alle Wehranlagen und alle Schleusen beseitigen muss. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Aber die Gewässer für eine Vielzahl von Tieren als Lebensraum zu verbessern. Wir kennen das Thema von den Bibern, Biberausstiege. Wir kennen es natürlich in ganz, ganz vielen Regionen in Europa schon von den Fischwanderungen. Das ist auch für Berlin ein wichtiges Thema. Und deswegen ist aus unserer Sicht eher die Frage, wie setzt man um, als ob man es umsetzt. Gut, vielen Dank. Ich komme zur nächsten Frage. Wir wechseln wieder ein bisschen den Ort. Es geht um das Flussbad. Und da wird gefragt, wie stellt sich Senator Scheel zum Projekt Flussbad? Wie schätzen Sie, Herr Kühne, und Sie, Herr Spieß, das Projekt Flussbad ein? Gibt es Alternativen? Ja, unser Senator hat jetzt hausintern auch schon eine kleine Runde zum Flussbad durchgeführt, weil er sich orientieren wollte und uns orientieren will. Für unser Haus, das ist bekannt, ist es ein national bedeutendes Städtebauprojekt. Wir bekommen Fördermittel des Bundes und unser Haus hat auch eine Förderkulisse eingerichtet, sodass entlang des Kupfergrabens, des Spreekanals, jetzt Investitionen auch möglich sind. Wir sind aber bei ganz wichtigen Fragen der Umsetzung ganz elementar auf die Kooperation und die Aktivitäten der Verwaltungen, die für Wasser, Wasser als Wasserstraßen und natürlich auch Wasser in seiner Umweltqualität zuständig sind, angewiesen. Das ist eine Frage, die unser Senator jetzt zügig klären möchte. Wie wollen die Bundeswasserstraßenverwaltung und wie will die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr mit diesem Projekt umgehen? Weil dort müssen im Wesentlichen ja die Veränderungen am Gewässer mitgetragen und auch verantwortet werden. Ich würde gerne auch eine persönliche Einschätzung kurz umreißen. Wir sind aus meiner Sicht in einem großen Transformationsprozess, was die Berliner Mitte angeht. Wir erleben es gerade, dass Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft, der Kreativszene von Berlin, die bisher sich eher in der oberen Stadtspree in Friedrichshain oder Kreuzberg sehr für die Stadtentwicklung eingesetzt haben und eigene Projekte auf den Weg gebracht haben, dass sie auch in die Berliner Mitte kommen. Ein Schlüsselprojekt, das wir intensiv unterstützen, ist dabei das Haus der Statistik. Wir haben die Münze, da ist die Kulturverwaltung aktiv. Wir wollen so etwas am Molkenmarkt machen. Ich habe die Einschätzung, dass der Geist dieser Szene auch schon im Humboldt-Forum mit dem Stadtmuseum Einzug halten wird. Und außerdem dem Haus der Statistik ist das Flussbad in seiner temporären Gestalt, wie wir es jetzt an der SMT haben, eigentlich der einzige sichtbare Akteur aus dieser Kreativlandschaft Berlins, der schon die Berliner Mitte erreicht hat.
Deswegen ist es, glaube ich, ein Ort, wo man gerne hingeht, wo viele interessante Diskussionen geführt werden und auch für unsere Planungen am Standort ESMT und zum Garten der ESMT ist das Flussbad eine große Bereicherung. Also ich kann Ihnen schon die Vorzüge des Flussbades zu Lande beschreiben und was es an Kreativität auf dem Wasser und im Wasser entwickelt, das wird sich zeigen, wenn, wie gesagt, die zuständigen Verwaltungen dann sich positioniert haben. Herr Spieß, Sie sind auch gefragt. Also ich finde, bevor ich die Bedenkungen gelesen habe, zum Beispiel von Matthias Wemhoff, fand ich das, die Gedanken von einem Flussbad ganz wichtig, um Leben eine Art von Vitalität in der Umgebung des Museumsinsel für Nicht-Touristen zu schaffen. Natürlich werden die Touristen da mitmachen wollen, aber Flussbäder finde ich sympathisch, ein ganz altes Phänomen, das ich kenne aus Amsterdam um 1850 und danach. Und das ist verloren gegangen, weil das Wasser natürlich auch nicht mehr dafür gesund genug war. Jetzt aber in unserer, sage ich mal, neue Zeit, wo wir doch aufpassen möchten, dass Natur eine wichtige Rolle in der Stadt spielt, finde ich auch die Benutzung, so eine Benutzung finde ich, das ist lebendig, das bringt Verkehr, aber das ist schöner Verkehr, das ist Wasser mitdenken, Bewusstsein von wie wichtig eigentlich Wasser ist in dieser Stadt. Es wird zu wenig gesehen, das wird Herr Menning wahrscheinlich auch sagen, wenn er das Wort bekommt, ob jetzt der historische Hafen endlich mal ihre Ausstrahlung bekommt, die sie auch verdient, damit diese, sage ich mal, grundsätzliche Geschichte, dass diese Stadt gebaut ist am Wasser und das Wasser der Grund war, dass es überhaupt hier entstanden ist. Und ich finde, all diese Initiativen sind wichtig für das Bewusstsein, dass diese Stadt mit Wasser lebt. Und jetzt muss man das natürlich machen können, das ist technisch, das hat etwas zu tun mit auch Archäologie, habe ich verstanden. Aber ich finde es ein Jammer, wenn es jetzt auf einmal stoppt, wenn diese Aktivität, sind Leute mit ganz viel Energie und sehr viel Durchsetzungsvermögen, wenn die frustriert werden in ihrer Arbeit, weil gesagt wird, ja, es gibt viele Bedenkungen und eigentlich ist es doch nur und so weiter. Es gibt noch etwas anderes dagegen zu sagen, ja, kann sein, aber ich bin froh, dass es mal eine Vitalität entsteht, dass für das ganze Gebiet, auch für Piazza del Popolo Gedanken ganz wichtig ist, dass man ringsum in Mitte Orte hat, wo Lebendigkeit und Aktivität entsteht, im Straßenbild. Ich würde auch gerne noch kurz ergänzen, das ist ein Thema, das nicht nur die Berliner fasziniert und beschäftigt. In Paris ist gerade eine Bürgermeisterin wiedergewählt worden, Anne Hidalgo, weil sie so viel für die ökologische Erneuerung von Paris tut und eine Stadt, die viel dichter bebaut ist, die viel konzentrierter genutzt wird und auch für die Lebensqualität. Und die Erschließung der Seineufer, die zum Teil Autobahnen waren noch vor wenigen Jahren, war ein ganz wichtiger Schritt. Frau Hidalgo hat sich vorgenommen, bis 2024 zu den Olympischen Spielen in Paris die Seine in der Innenstadt insgesamt so sauber zu bekommen, dass man überall schwimmen kann. Ich wünsche ihr viel Erfolg. Und wenn die Pariser wissen, wie das geht, dann können wir vielleicht auch etwas davon lernen. Das ist eine Partnerstadt. Und Frau Hidalgo rechnet mit einem Budget von 1 Milliarde Euro, das sie gerne dafür ausgeben würde. So viel haben wir in Berlin noch nicht. Und deswegen wird es vielleicht auch so sein, dass andere Städte da in den Lead gehen und vielleicht finden wir Berlin smarte Lösungen, die nicht ganz so teuer sind. Wir können das Geld nämlich auch für andere Dinge noch gebrauchen. Ja, vielen Dank. Wir bleiben örtlich an der ESMT und kommen zu der Frage, warum wurde die Baumpflanzung vor der ESMT nicht in der Beteiligung, die neulich stattfand, mit behandelt? Das ist eine interessante Frage.
Projekte in der Stadtplanung haben immer eine räumliche Grenze. Diese räumliche Grenzsetzung ist manchmal etwas willkürlich. Wir haben diesen Bereich nicht ganz ausgeklammert. Wir haben aber den Planungsteams, die dort Konzepte entwickelt haben, empfohlen, sich vor allem auf diese Schnittstelle zwischen dem temporären Flussbad und dem denkmalgeschützten Garten zu konzentrieren. Dieser Bereich vor der ESMT war auch Teil der Planungen, weil die ESMT sich dort sehnlichst eine Vorfahrt für Taxen und für Lieferfahrzeuge und wünscht, die das Staatsratsgebäude früher mal hatte. Wir in unserer Verwaltung haben da vielleicht gewisse Hemmungen, weil diese Baumgruppe ist ja gerade erst gepflanzt worden. Es wäre also für uns nicht die höchste Priorität, das wieder zu verändern. Ich gehe aber davon aus, dass der Schlossplatz, der in Teilbereichen ja jetzt in 14 Tagen eröffnet wird, wenn das Humboldt-Forum erstmal eröffnet wird, dann auch nochmal in eine zweite Umgestaltungsphase kommen wird. Also wenn man Erfahrung gemacht hat, was an diesem Schlossplatz gut brauchbar ist und wo Defizite sind. Und ich bin sicher, diese Diskussion wird uns in den nächsten Jahren dann noch begleiten. Gut, wir wechseln nochmal den Ort und gehen in Richtung Rathausforum und Alexanderplatz. Und da gibt es zwei Fragen, die vielleicht auch zusammenhängen. Und zwar, wo stehen die Planungen für den Wettbewerb am Rathausforum? Warum bekommen die Architekten der Jury so viel Macht? Und gibt es ein Budget für akute Fälle beispielsweise, um die Bänke wiederherzustellen? Und daran möchte ich eigentlich gleich dann die letzte Frage dieses Blocks anschließen. Was ist zu den Satellitenplätzen geplant, die ja jetzt räumlich auch im weitesten Sinne dazu? Einige von Ihnen haben ja die Gelegenheit genutzt, sich an den Workshop-Veranstaltungen hier zur Vorbereitung des Wettbewerbs für das Rathausforum, das Marx-Engels-Forum zu beteiligen. Dann werden Sie wissen, dass wir eigentlich mit diesem Wettbewerb schon im Sommer starten wollten. Und Ihnen ist vielleicht auch bekannt, dass plötzlich im Sommer die Frage aufgetaucht ist, haben wir eigentlich genug Geld, um unsere Planungen auch umzusetzen? Und wir haben bis jetzt gebraucht, um herauszufinden, ja, das Geld ist da. Also wir werden diesen Wettbewerb jetzt im nächsten Jahr durchführen. Wir hätten es auch sehr peinlich gefunden, etwas, was wir mit Ihnen so intensiv diskutiert haben und was ja letztendlich eine Umsetzung der Bürgerleitlinie ist, dann auf unbestimmte Zeit verschieben zu müssen. Was die Jury angeht, es ist in Berlin generell üblich und ich glaube hier in diesem großen Freiraum war es besonders intensiv der Fall, dass wir zur Freiflächengestaltung ganz intensiv Bürgerbeteiligung durchführen. Diejenigen, die wirklich die Grundlagen bestimmen, sind die Bürgerinnen und die Bürger, die die Bürgerleitlinien erarbeitet haben. Und ein Teil der Bürgerinnen und Bürger, die uns damals in diesem Prozess unterstützt haben, sind ja heute noch hier in der Stadtwerkstatt aktiv und zum Teil heute ja auch mit dabei. Nach unserem Verständnis ist es ganz wichtig, die Aufgabenstellung, also die wichtigen Planungsziele mit politisch verantwortlichen Bürgerinnen und Bürgern intensiv zu diskutieren und eine Aufgabenstellung zu formulieren. Aber wie man Freiflächen gestaltet, das wissen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten besser als Stadtplanerinnen und Stadtplaner, vermutlich auch besser als Museumsdirektoren. Also wir finden, dass in jedem Qualifizierungsprozess, so breit er auch angelegt ist, mal die Stunde der Expertinnen und Experten kommt. Es wird ja ein zweistufiges Verfahren sein. Also erst kann sich eigentlich jedes Büro an dem Verfahren beteiligen. Wir werden die interessantesten Ideen auswählen, auch wieder mit Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, damit wir nochmal genauer wissen, was passt und das auch den Teams mitgeben können. Und
Auch die Umsetzung wird partizipativ geschehen. Es ist uns nicht daran gelegen, nur ein gartenkünstlerisches Werk zu gewinnen, das dann sozusagen unangepasst für diesen Ort weiterentwickelt wird. Und wir haben auch noch offene Fragen, das habe ich vorhin schon am Beispiel des Orts der Demokratie angesprochen. Diese Gestaltung dieser Freiflächen wird aus gutem Grund viele Jahre dauern und an vielen Orten muss mit Experten und Experten, Bürgerinnen und Bürgern auch noch dann konkretisiert werden. Zum Thema Satellitenplätze, ich glaube, nicht alle wissen, wovon die Rede ist. Vor Jahren hatten wir auch ein Bürgerbeteiligungsverfahren zur städtebaulichen Entwicklung am Alexanderplatz. Und da haben wir viele Bürgerinnen und Bürger, die sich engagiert haben, etwas frustriert, weil wir gar nicht so intensiv über die Platzfläche sprechen wollten, sondern wir haben gesagt, ja, die ist ja gerade gestaltet worden, da ist sehr viel Pflaster, wenig Bäume und wenig Bänke. Es ist jetzt also weder der politische Auftrag noch das Budget da, um diesen Platz jetzt gleich schon wieder komplett neu zu gestalten. Uns ist aber dann nochmal deutlich geworden, und da sind wir sehr stark von Bürgerinnen und Bürgern auch unterstützt worden, dass es im Bereich zwischen dem Alexanderplatz und den Nachbarquartieren kleine Flächen gibt, die heute hässlich und unbeachtet sind, die man aber sehr gut gestalten kann. Das ist zum einen die Fläche hier gleich im Anschluss an die Stadtwerkstatt, an die Markthalle vor der Stadtbahn. Da ist heute im Wesentlichen ein Parkplatz. Da stand mal eine große Markthalle. Den Platz wollen wir gestalten. Das ist der Einmündungsbereich der Memhardstraße, wo heute noch Busse rumstehen, also wo demnächst auch das denkmalgeschützte Mosaik vom Pressecafé wieder zu sehen ist. Daraus kann ein Platz werden, wenn der Verkehr beruhigt wird. Das ist das Umfeld am Haus des Reisens. Dort stand die Georgenkirche. Die Fundamente der Georgenkirche sind auch noch im Boden. Und das war der Ort, wo 1989 die Tribüne bei der größten Demonstration stand, die die DDR jemals erlebt hat am Alexanderplatz. Also ein ganz vielschichtiger historischer Ort. Das sind so die drei wichtigsten Satellitenplätze. Und wir möchten wir haben noch selber wenig Ideen. Also ich hätte das Interesse auch, wie ich es eben schon angedeutet habe, zurückzublicken. Was war denn da mal? Was ist da vielleicht auch noch im Boden, ohne dass es archäologische Fenster werden müssen? Und vor allem, wie können solche Flächen gestalten, dass man sich dort zwischen den vorhandenen Quartieren im Anschluss und dem Alexanderplatz dort vielleicht auch mal aufhalten möchte und man nicht das Gefühl hat, nur große Verkehrsschneisen zu überwinden. Wir machen gerade sehr viele Wettbewerbe, Rathausforum, Marx-Engels-Forum, Breite Straße, Moltenmarkt und Haus der Statistik, um nur die wichtigsten zu nennen. Und wir werden sehen, ob wir im nächsten Jahr die Kraft haben, auch da wieder anzusetzen. Das ist auch eine Ressourcenfrage, aber ich glaube, gerade bei diesen Satellitenplätzen könnten wir ganz, ganz viel Input und ganz auch viel Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern und Anwohnern gebrauchen. Ja, vielen Dank. Herr Mennig hat jetzt schon länger wieder die Hand erhoben und auch Herr Grünzig. Herr Mennig, beginnen Sie doch. Ja, also ich brauche ja meine übliche lange Predigt über die Bedeutung der Fischerinsel und natürlich erst recht des historischen Hafens nicht zu halten, weil wir alle schon katholisch sind. Wenn man die Augen zumacht und sich fragt, wo waren wahrscheinlich die ersten Hütten von dem, was wir heute Berlin nennen, damals noch Köln und Berlin, dann wird das irgendwo im Norden oder im Süden von der heutigen Mühlenlandbrücke gewesen sein. Ja, wahrscheinlich auf beiden Seiten gleichzeitig, denn es gab ja einen Moldamm dann ziemlich schnell, sodass man auch gar nicht mehr durchfahren konnte und die Schiffe mussten da irgendwie anladen auf beiden Seiten.
Historischer Hafen 1998 erstmalig erwähnt, älteste Institution und so weiter und so fort, lasse ich jetzt hier weg. Ich finde aber, wir müssten uns wirklich der Bedeutung von Fischerinseln mehr, den Gebieten die Fischerinseln mehr klar werden und möchte erst nochmal tippen an die archäologischen Fenster. Das wird meines Erachtens zu wenig diskutiert, dass man auch bewusst schaut, was man auf der Fischerinsel für archäologische Fenster schaffen kann. Ich bin sehr sicher, dass da sehr viel ist. Und Paul Spies, wir beide haben immer die Idee, wie können wir die Menschen von der, unter den Linden und da, wo sie alle laufen müssen, alle entfernt haben, mehr Richtung Nagisches Museum und Historischer Hafen schaffen. Und da können natürlich so eine Reihe von archäologischen Fenstern etwas Attraktives sein. Also mein Plädoyer, die Fischerinsel stärker, auch wenn die heute überhaupt nicht historisch wird, aber stärker zu machen. Und ich frage mich, wie wir das sicher machen können. Was gibt es für Untersuchungen dazu, was vielleicht an Fischerinsel vorhanden ist? Über zufällige Funde hinaus. Das Zweite, Paul Spies hatte erwähnt, Schautafeln. Kennen wir alle Paul Spies als einen sehr innovativen Menschen. Und Paul, welche interaktiveren, moderneren Tools gibt es, mit denen junge Leute, die einfach nur noch hier die digitalen Geräte können, was kannst du uns für Beispiele nennen, wo in Deutschland oder auch sonst in der Welt, ich sag mal nicht Schautafeln, sondern digitale Instrumente vorhanden, die wir in junge Generationen erreichen, die einen Spaß haben, von unter den Linden bis zu Historischer Hafen und Nagischen Museum zu laufen. Kann man uns was irgendwo angucken? Hast du da bitte Ideen? Und zu der Frage, Piazza del Popolo, genau mein Thema. Paul hat ganz charmant so ein bisschen das Prag mit den Künstlern. Ich sage, ich bin ein absoluter Kunstnarr, in meinem Haus gibt es extrem viel Kunst. Und trotzdem muss ich sagen, es kann halt auch schief gehen. Und, pardon, ich will keinem nahe treten, am Nagischen Museum der Ehrenfinger, die künstlerische Nutzung ist ein bisschen schief gegangen. Und auch Herr Männig, jetzt verstehen wir Sie nicht mehr. Vielleicht übergebe ich schon mal an Herrn Spies. Ganz kurz, ich habe es kurz erwähnt, dass ein Anschluss zwischen Märkischem Museum und Petriplatz noch ausgedacht werden muss für einen archäologischen Pfad. Also es passt eigentlich ganz gut zusammen, dass man sich nochmal Gedanken macht, was macht man auf dem Fischerinsel. Ist ja klar, das war ein Stadtteil, das ganz interessant war. Für mich persönlich auch noch, weil es ein Gracht dort gab. Also das ist völlig klar. Ist auch ausgegraben teilweise. Also ich bin neugierig, was man da machen kann. Ich denke, das hat eigentlich auch seine. Mein Fahrradreise von Poststraße nach Märkischem Museum geht immer über den Fischerinsel. Also spüre da auch Qualität, nicht nur Hochhäuser, aber auch Qualität. Also das muss durchaus möglich sein. Die zweite Frage, innovative Sachen für jüngere Leute. Das Stichwort heutzutage ist Gaming. Das wird auch immer serious, immer mehr serious Gaming. Es ist jetzt nicht für uns allen, wir wollen nicht alle gamend durch eine Stadt. Aber es gibt eine neue Generation und die sind ganz interessiert, um über Gaming viel zu lernen, von Geschichte und es spannend zu machen. Daran wird auch in Deutschland breit daran gearbeitet. Das ist auch so ein Thema, was zum Beispiel auch von der Kulturrat ganz groß aufgenommen wird. Es wird aber noch nicht so viel gemacht. Und auch da müssen wir noch Verbindungen schaffen zwischen Gamer. Also ich bin sehr mit AR und VR Unternehmer in der Stadt verbunden über ein AR-VR Business Club. Das hört sich alles vielleicht ein bisschen englisch an, aber so meine ich es nicht. Ich meine, dass es Möglichkeiten gibt, um Geschichte auf eine andere Weise, eine moderne Weise zu erzählen. Funktionell, sinnvoll und vertiefend. Also Gaming ist schon längst nicht mehr blöd. Und die dritte Frage, das war Kunst. Bei Kunst kann es immer falsch gehen und ich bin auch der Meinung, dass nicht alles gelungen ist rings um dem Märkischen Museum.
Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, aber ich habe eigentlich persönlich ganz gute Erfahrungen mit Kunst. Kommen Sie demnächst bitte zu unserer Ausstellung im Humboldt-Forum, die Berlin-Ausstellung. Da haben wir solche unwahrscheinlich gelungene Kunstprojekte in der Ausstellung, die so wirklich wichtig sind, um eine ganz andere Gruppe anzusprechen, dass man muss aber richtig machen. Das heißt nicht, dass man so ausschreibt, machen Sie mal was und wir, ach ja, ist alles schön. Auch beim Kunst am Bau, finde ich, man muss man immer sich überlegen, gibt es einen Bezug, ist es etwas, was, sag ich mal, einen Beitrag gibt an, was man erzählen möchte in so einer Umgebung. Hat der Künstler einen Geschmack für diese Umgebung? Schafft er etwas, was passend ist, aber auch wieder konfrontativ, damit es überhaupt wahrgenommen wird? Begleitung von Kunst im öffentlichen Raum muss man ganz, ganz präzise tun. Und wenn wir das Kölnische Park gemeinsam entwickeln, dann möchte ich gerne, dass Künstler auch sich dieser Umgebung annehmen und etwas schaffen werden, das eine zusätzliche Qualität bietet für die Entwicklung dieser Raum und zusätzlich einen Beitrag, damit die Leute das auch erfahren als ein wunderbarer Ort. Aber ja, es bleibt immer die Chance, dass es mal schief geht. Man muss es aber so viel wie möglich versuchen vorzusehen, damit man sich auch wirklich beschäftigt in der Ausschreibung, in der Begleitung von Künstlern, in der Praxis und dieser Austausch machen. Und so werden wir auch mit freien Künstlern im Marinehaus arbeiten. Es ist kein Ort, das wir vergeben ohne weiteres, ist ein Ort, in dem wir gemeinsame Konzepte entwickeln wollen, gemeinsame Aktivitäten ausdenken wollen, in dem die Künstler, die sind heutzutage gar nicht mehr so absolut, sag ich mal, autonom. Das war mal 20. Jahrhundert, in der 21. Jahrhundert bauen wir gemeinsam eine Gesellschaft und die Künstler machen da gerne mit. Ja, danke. Ich würde gerne noch ein Wort zur Archäologie auf der Fischerinsel sagen. Und es hat mehr als eine Generation gedauert, um das alte Berlin zu zerstören. Es wird mehr als eine Generation dauern, um das alte Berlin auszugraben, würde ich jetzt mal ganz plakativ sagen. Also als wir angefangen haben mit Ideen für einen archäologischen Pfad vor über 10 Jahren, konnte man relativ schnell Grundrisse von verlorenen Gebäuden in einen Stadtplan kopieren. Wir haben eben schon angesprochen, auch mit einem Rathauskeller dauert es ein bisschen. Und die Archäologen sind absolut an der Grenze ihrer Kapazitäten mit dem, was wir ihnen jetzt bei laufenden Baustellen operativ abverlangen. Es gibt andere Orte in Berlin, beispielsweise, wir sind auch für das Tempelhofer Feld zuständig, da müssten schon längst die Zwangsarbeiterlager ausgegraben und in einen Gedenkort verwandelt worden sein. Also, und deswegen ist bei den Archäologen, glaube ich, zu Recht zunehmend die Tendenz, bitte nicht überall graben. Graben ist ein sehr ernstes Geschäft, das muss man sehr gründlich machen. Man muss das dann auch auswerten und publizieren. Und bitte erstmal nur da graben, wo es jetzt auch notwendig ist. Wenn auf der Fischerinsel nichts Neues gebaut wird, außer die Grünanlagen in Stand zu setzen, dann wird vermutlich in den nächsten Jahren dort auch, wenn auch nicht jetzt vorrangig archäologische Fenster entstehen. Wir können aber uns mal unter 4 oder 6 Ohren oder Augen austauschen. Glauben Sie mir, ich habe schon längst meinen geheimen Plan für den archäologischen Pfad auf der Fischerinsel. Es drängt sich auf. Wir wissen alle, man hat die Hochhäuser zwischen existierende historische Gebäude gesetzt. Die sind alle noch im Boden. Aber ich weiß nicht, ob das noch die Aufgabe meiner Generation ist, die jetzt in Ruhestand geht. Wir brauchen, das ist eine Generationenaufgabe. Ja, danke schön. Ich würde gerne jetzt, nachdem Herr Grünzig noch das Wort hatte, dann zu einer kurzen Pause schreiten, dass wir vielleicht 5 oder 10 Minuten Pause machen und uns danach dann wiedersehen und dann die weiteren Themen bearbeiten. Wir hatten jetzt keine großen Fragenmengen mehr über den Chat bekommen heute Abend. Insofern können wir vielleicht so ein bisschen weitermachen und dann noch weitere Stimmen auch aus der Teilnehmerschaft dann immer noch mit dazuhören. Ich würde jetzt als letzte Wortmeldung noch Herrn Grünzig bitten und danach gehen wir kurz in die Pause. Herr Grünzig.
Wir sind noch in der terminlichen Abstimmung. Wir werden die Peinlichkeit, dass ich das Ihnen jetzt nicht hier sagen kann, werden wir über unsere üblichen Kommunikationswege schnell beheben. Das Wettbewerbsreferat stimmt gerade die Termine ab mit den wichtigen Jurymitgliedern und ich nehme an, wir können Ihnen das auf jeden Fall noch in den nächsten 2-3 Wochen mitteilen. Gut, wenn das die Frage beantwortet, dann danke ich Ihnen erstmal dafür, dass Sie bis hierher durchgehalten haben und dass so viel Interesse auch weiterhin besteht. Und danke auch den beiden Podiumsteilnehmern für die ausführlichen und sehr lebendigen Antworten, die ich ja auch sehr, sagen wir mal, visionär an vielen Stellen finde und die Lust drauf machen, auch weiter an der Berliner Mitte mitzumachen. Dann bitte ich Sie jetzt in 10 Minuten, das ist dann genau um 19.40 Uhr, wieder bei uns zu sein und wir freuen uns, wenn Sie dann die weiteren Frageblöcke mit uns beantwortet bekommen und weiter auch rege teilnehmen. Vielen Dank, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Pause und konnten sich ein bisschen mit neuen Getränken versorgen, vielleicht kleine Snacks. Wir hatten auch rege Gespräche und da Sie ja nun heute leider nicht in der Stadtwerkstatt sein können und nicht das Stadtwerkstatt-Feeling mit uns teilen können, was natürlich jetzt etwas leidet, weil Sie leider nicht bei uns zu Gast sein können, physisch, möchte ich Ihnen trotzdem einmal ganz kurz zeigen, was wir hier aufgebaut haben, damit wir heute Abend diese schöne Veranstaltung machen können mit Ihnen und möchte auch einmal noch unsere drei betreuenden Personen featuren, die uns heute ermöglichen, dass wir zu dritt hier auf dem Podium sitzen können. Jetzt brauchen wir noch eine klitzekleine Sekunde, weil... Ja, okay, Backstage. Deswegen hier der Blick Backstage. Ich habe ein Gerät, was uns live den Stream jetzt aus der Perspektive unseres Podiums zeigt. Von links nach rechts unser Kameramann Franz Zimmermann, in der Mitte Dorothea Vogelgesang, die sich einerseits um Technik und aber auch um ihre Chatfragen kümmert und Moritz Hüneberg hinter dem großen Rechner, der sich darum kümmert, dass sie immer das Richtige in der Kamera sehen. Und so sieht dann mein Blick hier aufs Podium aus, nur damit Sie ein kleines bisschen den Eindruck bekommen, was so nötig ist, damit so eine Veranstaltung funktioniert. Ja, vielen Dank. Wir machen weiter im Frageprogramm. Jetzt im zweiten Teil der Veranstaltung machen wir sicher ein bisschen weiter, auch noch mit den Fragen, die Sie uns übersandt haben. Die wichtigsten und die drängendsten, so nach dem, was wir bekommen haben, haben wir jetzt alle geschafft. Und deswegen möchten wir die Runde jetzt gleich auch noch erweitern oder grundsätzlich erweitern, dass Sie sich auch noch deutlicher beteiligen können. Und jetzt machen wir es immer so, ich nehme eine Frage raus, die wir hier bekommen haben und dann haben Sie das Wort und können in der nächsten Runde dann einfach auch live Ihre Fragen noch einbringen, die sich vielleicht noch ergänzend jetzt in den letzten Stunden ergeben haben, seitdem wir den Abend gestartet haben. Gibt es schon eine Wortmeldung? Herr Grünzig, ist das... Ja, Herr Grünzig, möchten Sie? Nein? Dann hatten Sie nur Ihre Hand noch nicht wieder runtergenommen. Okay, gut. Dann mache ich einfach mal mit der ersten Online-Frage weiter, die wir noch zugestellt bekommen haben. Und zwar, da geht es um die leerstehenden Terrassen in der Spandauer Straße 2 bis 4. Gibt es dazu Pläne? Ich weiß es nicht.
Ich hatte ja eingangs dargestellt, wie unser Projektraum abgegrenzt ist. Wir kümmern uns natürlich nicht um jedes einzelne Thema. Ich nehme an, dass es um Terrassen geht, die zu einem der Gebäude gehören, die WBM bewirtschaftet. Also wir können das nur weitergeben. Aber die Frage von Laden- und Gastronomie-Leerstand wird ja die Stadtplanung insgesamt jetzt nach der Corona-Krise beschäftigen. Und ich glaube, das werden wir auch an der einen oder anderen Stelle hier in der Berliner Mitte erleben. Und insofern sind Fragen des Standortmanagements zunehmend interessant. Ein Standortmanagement ist bisher ja nur für das Nikolaiviertel im Start. Und es gibt den Alex-Manager, also für Teilbereiche haben wir das, aber das haben wir noch nicht flächendeckend für die Berliner Mitte. Ja, danke schön, Herr Kühle. Gibt es Wortmeldungen aus der Teilnehmerschaft, die jetzt da vielleicht ergänzen möchten oder noch weitere Fragen an unser Podium stellen? Frau Ellerbrock hat sich gemeldet, das sehe ich nicht. Ah ja, doch, ja, hier, Frau Ellerbrock. Also ich möchte nur noch etwas zum Flugplatz sagen, das ist ganz klar. Es wurde Paris angesprochen. In Paris sind es Becken, die eingelassen worden sind in die Seine und die Schweiz werden gespeist mit Wasser aus 100 Kilometer Entfernung. Also da gibt es viel in Paris zu tun, aber auch in Berlin. Wir haben jetzt im Mauerpark ein großes Staubecken bekommen, was jetzt gerade eröffnet wird, um die Misskanalisationseinträge zu minimieren. Solche Sachen sind aber notwendig, wenn man im Spreekanal baden möchte. Nicht nur Regenwasser, sondern eben auch Misskanalisation kommt umgekehrt da in den Spreekanal. Sind Sie sich darüber im Klaren, welche Vorarbeiten noch leisten müssen, nämlich Kehrsärge nachrüsten, vor allen Dingen Krankenhäuser nachrüsten, denn die geben 100% alles in die Gewässer und die fließen dann bei nur stärkeren Regen 30 bis 50 Mal im Jahr in den Spreekanal. Also wenn Sie da so klares Wasser sehen, dann sehen Sie leider nicht, was da alles von mir müsste. Und ich hoffe, dass Herr Scheel oder unser neuer Senator Herr Scheel sich darüber im Klaren ist, welche Vorarbeiten er noch leisten muss. Herr Kühne, weiß er das? Ja, ich gehe davon aus, dass er es weiß. Und deswegen ist er ja auch entschlossen, diese Fragestellung an die zuständigen und fachlich noch versierteren Verwaltungen heranzutragen und von dort dann auch für Antworten zu sorgen, wann und wie mit diesen Themen umgegangen werden soll. Ja, vielen Dank, Herr Kühne. Herr Mennig hat sich auch noch mal gemeldet. Herr Mennig, ich gebe Ihnen das Wort. Ja, ich muss entschuldigen, ich habe gehört, dass bei der ersten Frage oder Frageserie da ein paar, die Akustik sehr schlecht war. Ja. Ich will noch mal anschließen und drei weitere Fragen stellen. Der Fischaufstieg, das hört sich so romantisch an, aber das wird ein Betonkrumm von ungefähr 90 mal 6 Meter. Und zwar auch unverkleidet, weil angeblich die Denkmalschützer sagen, jeder soll auch das Lichtbeton haben. Das ist natürlich geschichtlich gesehen wirklich der absolut falsche Standort dafür. Ich kenne die Notwendigkeit, ich hinterfrage sie ein bisschen, weil die Spree als Fluss ist seit dem 13. Jahrhundert dort unterbrochen. Die Fischlein interpretieren das gar nicht als ein Fluss, sondern die interpretieren das als zwei verschiedene Flüsse. Es gibt hunderte von Kilometern, die sie schwimmen können. Es ist nicht so unbedingt notwendig, aber wir Deutschen machen das natürlich, wie die EU das vorgeschlagen hat. Aber ich denke, dass es doch um das Ästhetische geht und ich möchte nochmal ein Plädoyer machen, das Ganze nicht so als ein Betonmonster dazu bauen, sondern etwas mehr in die Umgebung einzutauchen. Gibt es da irgendwelche Petiten, Voten von Seiten des Bezirksamtes, die sich da noch einschalten wollen? Wir haben es versucht vom historischen Hafen. Und das wurde beantwortet, nein, die Denkmalschützer wollen, dass es nicht so aussieht wie die Mühlendammschleuse, sondern soll modern aussehen. Das heißt, ein bisschen Brutalismus. Wir sind damit nicht glücklich. Wie sehen andere das? Das Zweite, Paul Spies hat erwähnt, Piazza de Popolo.
Also wenn man diese Umgebung so märkisch vom Museum bis historische Hafen Fischerinsel sieht, dann fehlt ja so ein bisschen Piazza del Popolo, das ist die Gegend, wo das am meisten fehlt, meines Erachtens, im Augenblick in der Mitte. Jetzt, Frau Schmidt hat zu Recht gesagt, naja, nur Künstler werden es auch nicht machen, das kann teilweise sehr elitär aussehen, und zwar so, dass das Volk nicht so interessiert dafür, wir Garten auch nicht, aber es braucht etwas dazwischen. Und ich frage mich, müssen wir immer wieder alles neu erfinden, oder können wir nicht in Stadtviertel gehen, wo diese Aufenthaltsqualität vorhanden ist, und müssen wir nicht vielleicht so planen, dass sich das da auch entwickeln kann. Und dazu gehören, pardon, Paul, vielleicht haben wir da, so sind wir völlig einig, ein kleines Fenster, vielleicht kein Biergarten, aber es gehören es und ähnliches dazu, auch in der Umgebung um das Märkische Museum, sonst wird man die Leute da nicht hinhocken. Ja, okay. Herr Kühne, möchten Sie anfangen, Herr Spieß, möchten Sie anfangen? Also vielleicht zur Fischtreppe, da bin ich nicht in allen Details mit der Planung vertraut. Also für diese Baumaßnahmen, auch die Erneuerung von Schleuse und Wehranlagen gibt es ja ein Planfeststellungsverfahren. Das sind ja, wie Sie wissen, werden ja keine Verfahren, die jetzt unmittelbar in unserer Zuständigkeit durchgeführt werden. Und ich frage auch gerne bei der Denkmalpflege nach. Ich gehe davon aus, oder mir scheint es erstmal plausibel zu sein, dass da für ein solches technisches Bauwerk, das jetzt dem Artenschutz dient, sozusagen auch eine technische Ästhetik gewählt wird, aber wenn Sie mich fragen würden, ich fände es natürlich gut, wenn auch solche Ingenieurbauwerke Thema von Wettbewerben wären. Also es ist immer gut, Gestaltungsalternativen zu haben. Das gelingt uns aber beim Wasserbau selten bis gar nicht. Also da kann ich Ihnen jetzt auch nicht so viele Hoffnungen machen, aber ich kann gerne nochmal nachfragen, wie der Stand der Planung ist und ob man da noch Einfluss nehmen kann. Im Übrigen wird die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr jetzt auch sehr zeitnah einen Gestaltungsbeirat für Freiflächen einrichten. Wir haben ja ein Baukollegium in unserem Haus für das Thema Städtebau und Architektur. Und wir haben es als Nachteil empfunden, dass über Straßen und Plätze, wenn nicht gerade Wettbewerbe, durchgeführt werden, oft sehr pragmatisch, sehr funktional diskutiert und dann auch entschieden wird. Wir versprechen uns sehr viel von einem solchen Beirat. Und insbesondere dann, wenn die Projekte im Beirat dann auch öffentlich werden und dann auch Thema parallel von Bürgerbeteiligung werden. Aber also es gibt ganz viele Straßen, Platz und Projekte und wenn die technischen Anlagen in den wichtigen Freiräumen dazukämen, das wäre natürlich noch umso besser. Ja, schönen Dank. Herr Kaufmann hatte sich gemeldet. Ich sollte noch, glaube ich, ganz, ja. Ja, es wurde noch gefragt nach dieser Palazzo del Popolo. Ja. Ja, ich denke, dass man einerseits natürlich ein Benchmark machen soll von gelungenen Platzbenutzungen, die vergleichbar sind. Weil ne, wir haben natürlich zu tun mit einer besonderen Stadt und ein anderes Klima als in Süditalien. Und man muss also nicht die unvergleichbare Projekte. Ich könnte da so ein paar Sachen benennen, aber allen werden sagen ja oder vielleicht nein und so weiter. Es geht natürlich um ein Konzept, eine Mischung von Funktionen, die vielleicht auch in Abwechslung passieren. Ganz schnell hat man Markt genannt, klassischer Markt dann vielleicht auch wieder nicht. Also man muss mal untersuchen, das ist natürlich ein historischer Ort für den Markt, so bei der Marienkirche, ob man da was tun kann. Das große Vorteil vom Markt ist, dass man es auch wieder wegschaffen kann und die Flexibilität der Fläche bleibt. So ist es natürlich auch mit bestimmten Terrassen, das könnte man auch semi-permanent gestalten. Ich denke, dass Grün ganz wichtig ist. Ich denke auch, dass eine Ausschreibung so ein paar von solchen Sachen auflisten sollte und dass man dann auch eine Ausschreibung macht, indem man sagt,
was, dass man ein bisschen abholt. Ich glaube, es muss auch eine sehr gute Umschreibung geben, von was für diese Stadt wahrscheinlich eine Feasibility, eine Erreichbarkeit hat. Der Prozess ist unterwegs. Ich meine, ich bin spät dabei, sage ich mal. Ich habe auch einmal mitgemacht und auch gedacht, naja, das Rote Rathaus ist ein wunderbares Gebäude, Marienkirche auch. Es gibt auch Grün an einer Seite, aber es gibt auch weniger attraktive Gesichten. Und da sollte man sich vielleicht ein bisschen darauf konzentrieren, dass wenn man was mit Architektur oder mit Teilen von Architektur tut, dass die Konzentration auf diese schönen Achsen entsteht. Eigentlich gar nicht so schwierig, um zu bedenken, wird wahrscheinlich schon längst vorbereitet. Ich sehe da durchaus Möglichkeiten, um eine attraktive, aber vor allem auch benutzte Umgebung, eine lebendige Umgebung zu schaffen. Dafür braucht man auch Partner, die dort so einen Raum auch bespielen wollen. Also es ist auch wieder so etwas, man kann es nicht nur denken, man muss es auch besprechen, man muss eigentlich auch abmachen, dass es mit Partnern auch passieren wird. Dann muss man auch gestalten, damit die Partner damit auch arbeiten können. Ein ganz komplexer Prozess vielleicht, aber ich glaube, so ein Platz verdient solche Konzentration. Das ist das Mittelpunkt der Stadt und das muss man nicht allzu schnell entscheiden, weil jemand eine gute Idee hat. Das ist ein Prozess. Ja, danke schön. Ich würde jetzt Herrn Kaufmann das Wort geben. Sie hatten sich schon länger gemeldet. Preisflächen sehr befürworten. Aber meine Frage wäre, ist ja sozusagen die Berliner Innenstadt sehr von so einer heterogenen Mischung von Ensemble unterschiedlicher Zeitschichten geprägt. Und da gibt es ja jetzt quasi für verschiedene Bestandteile dann Wettbewerbe oder auch schon entschiedene Wettbewerbe, also und auch Bebauungspläne, also sehr klare Lösungen. Aber es gibt eben auch noch vor allem wahrscheinlich so in Randbereichen noch unbedachte Flächen oder quasi Dinge, die eben noch vielleicht auch eine Entwicklungsoffenheit in gewissen Sinnen haben, die auch viel Potenzial haben. Da gab es ja auch so ein Projektwerkraum am Anfang der Stadtwerkstatt mal, wo es eben um diese künstlerischen Freiräume ging und so. Gibt es da, das ist vielleicht eine wenig konkrete Frage, aber eine Frage, die wirklich interessant ist, Überlegungen, wie man mit diesen Randbereichen und auch Möglichkeitsräumen umgeht, die da noch nicht so gedacht sind, perspektivisch? Ja, interessante Frage. Ich fange jetzt vielleicht mal damit an. Wir, das haben ja auch einige hier in der Stadtwerkstatt erlebt. Wir haben ja in den vergangenen 2 Jahren versucht, gemeinsam mit den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg ein Standortmanagement unter dem Namen Mitten in Berlin aufzubauen. Also Berliner Mitte ist der Raum, über den wir heute reden. Uns ist aber bewusst, dass es bestimmte grundsätzliche Herausforderungen auch in einem größeren Bereich gibt zwischen Hauptbahnhof, Europa City, Alexanderplatz und Gleisdreieck. Das war so der Verdachtsraum. Das sind Bereiche, wo es im Moment sehr, sehr viele Investitionen gibt und so eine seltsame Mischung aus fertigen Projekten und Projekten, die eigentlich erst im Werden sind. Und es gibt dann auch noch gleich hinter der Leipziger Straße und gleich hinter dem Märkischen Museum so eine mentale Grenze zwischen Ost und West, die immer noch nicht so richtig überwunden worden ist. Wir haben da ja mit einem professionellen Team haben wir die im Großen und im Kleinen die Räume erkundet, ja auch hier diskutiert. Wir haben Teilraumprofile erarbeitet
Und wir haben jetzt einen kleinen Rückschlag, weil es ist ja immer die Frage bei so einer Strategie, wenn man einen größeren Raum mit seinen Entwicklungspotenzialen untersucht, wer übernimmt den Lead oder wie das in der Verwaltung heißt, die Federführung und wer macht mit? Und das haben wir in der City West sehr erfolgreich ausprobiert. Wir wollten das hier auch machen und zwar mit Wirtschaftsfördermitteln. Also weil all diese Fragen, Kultur, Gastronomie, das sind ja auch wirtschaftliche Themen und da gibt es Wirtschaftsförderprogramme. Irgendwie haben wir die für die Wirtschaftsförderung zuständigen Stadträte in den beiden Bezirken nicht so begeistert, dass sozusagen diese Start- oder diese Startphase jetzt in eine operative Phase übergeht. Ich glaube, wir brauchen da jetzt, wir sind ja am Ende der Legislaturperiode, wir werden ja im nächsten Jahr zu vielen Projekten Bilanz ziehen, wir brauchen da auch noch jetzt nochmal einen neuen Anlauf für die nächste Legislaturperiode, die dann Anfang 2022 beginnt. Und ich glaube, wir als Stadtplaner müssen uns, also wir verausgaben uns ja hier in der Stadtwerkstatt, wie Sie wissen, aber wir werden uns wahrscheinlich noch stärker engagieren müssen. Wir werden auch wahrscheinlich neue Budgets brauchen für solche Themen. Und wir müssen also nicht nur dafür sorgen, dass es dann eine sozusagen so ein professionelles Management gibt, sondern wir müssen uns mit einigen Regeln auseinandersetzen, die dafür sorgen, dass wir bisher eigentlich immer systematisch scheitern. Freiflächen, auch in der Berliner Innenstadt, werden entweder vom Straßen- und Grünflächenamt bewirtschaftet oder sie sind privat. Wenn sie Straßen- und Grünflächenamt sind, dann sind sie Grünfläche. Da dürfen sie keinen Markt machen, da dürfen sie keine große kulturelle oder nur ausnahmsweise brauchen sie, also da gibt es die Sorge, dass die Kultur und der Kommerz irgendwie die Grünflächen frisst und die haben auch gar kein Geld, um die anständig zu bepflanzen und anständig zu pflegen. Da müssen wir mal rauskommen aus dieser Thematik. Oder ist es Straßenland und da kann jede und jede kommen und irgendein Sondernutzung beantragen und jedes Jahr den gleichen dämlichen Weihnachtsmarkt oder jedes Jahr den gleichen schäbigen Ostermarkt am Alexanderplatz, treibt uns das alle in den Wahnsinn. Und wir haben eigentlich zwei Konstellationen, wo wir versuchen können, davon wegzukommen. Das eine ist, wie jetzt zum Beispiel hier im großen Freiraum, indem wir mit einer Gesellschaft wie Grün Berlin, die Grünflächen, die Ressourcen haben, um Grünflächen intensiver zu pflegen, die Ressourcen haben, um große Grünanlagen auch kulturell zu bespielen. Nur bisher dürfen die eigentlich nur tätig sein, solange hier eine große Investition, die sie selber dann bauen, ansteht. Und dann müssten sie eigentlich wieder weg. Und dann müsste eigentlich wieder das Straßen- und Grünflächenamt, das kein Geld und kein Personal hat. Also aus diesem Zyklus müssen wir raus. Und wir diskutieren im Haus der Statistik. Wir haben das jetzt auch in dieser Woche in Fachworkshops, verwaltungsintern, jetzt für den Moltenmarkt gemacht. Wir müssen überlegen, ob Platzflächen, ob Straßen- und Hofflächen, wie zum Beispiel da vor dem Haus der Statistik in der Karl-Marx-Allee, ob die nicht in die Hand von einer Genossenschaft gegeben werden müssen, die sich darum kümmern, die Ideen mitbringen, die wir an ganz vielen anderen Stellen in der Stadt, eher in Friedrichshain oder in Kreuzberg oder in Neukölln eigentlich auch haben, auf Brachen und auf Privatgrundstücken. Wir haben an einigen wenigen Stellen dafür ein politisches Mandat. Wir haben an einigen wenigen Stellen auch die Ressourcen, sowas auszuprobieren. Und wir müssen jetzt versuchen, aus diesen experimentellen Orten heraus auch Lösungen für alltägliche Situationen zu finden. Und das erst recht jetzt in der Krise nach der Corona-Pandemie. Paul Spies hat es schon gesagt, es kommen vielleicht nicht mehr ganz so viele Touristen.
Aber eins bleibt, wir kennen hier in der Innenstadt in Berlin eigentlich nur Orte, wo viel zu viel Rummel, viel zu viele Leute sind oder Flächen, die komplett verödet sind, wie das Kulturforum zum Beispiel. Also eine sehr prominente. Oder auch Flächen hier am Rathaus. Und da einen Ausgleich hinzubekommen und das anzugehen, das ist nach meiner Einschätzung die große Aufgabe jetzt für die nächste Legislaturperiode. Und wir haben einige experimentelle Projekte, die in die Richtung gehen. Wie gesagt, Haus der Statistik, Münze, Flussbad. Also das können nicht Verwaltungen in ihrem Alltag leisten. Und das kann auch bisher ein Museumsdirektor nicht vor seiner Haustür lassen. Egal, ob es die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist, die kriegt er nicht zustande. Und auch ein Stadtmuseum hat er dafür bisher kein Budget und kein Mandat. Und entweder müssen dann diese Einrichtungen da gestärkt werden oder besser noch, man tut sich zusammen und gründet vielleicht dann eine landeseigene Gesellschaft, eine Genossenschaft oder was auch immer, um solche Flächen dann in Zukunft besser zu gestalten und einfach, also kommt wieder dieses magische Wort kuratieren, also einfach mehr Einfluss darauf zu haben, dass es nicht kommerziell wird, aber dass es auch nicht verödet. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Und so fordern es ja eigentlich auch die Bürgerleitlinien für unseren großen Freiraum hier. Also es nützt nichts, dass wir jetzt im nächsten Jahr schöne Planungsideen von tollen internationalen Büros bekommen. Wir müssen sie in diesem Sinne dann auch umsetzen können. Und noch überfordert uns das, aber ich glaube, es gibt auch den politischen Willen dazu. Wenn wir diese Flächen nicht privatisieren, parzellieren und an viele, viele geben, die das dann auf Privatgrundstücken versuchen, dann müssen wir das als öffentliche Hand mit Bürgerinnen und Bürgern auch gemeinsam in Zukunft leisten. Das war jetzt sehr weit ausgeholt, aber das lässt unser Format hier ja zu. Wir können ja sehr kleinteilig diskutieren, aber können ja auch sehr grundsätzlich werden. Ja, danke schön. Bevor ich jetzt zu weiteren Fragen aus dem Online- oder aus den vorhergesandten Fragen komme, hatte sich Frau Ellerbrock noch gemeldet. Ich bitte Sie um eine kurze Frage, Frau Ellerbrock. Ja. Ich möchte zum Zweiten nach Frankfurt etwas sagen zum Kölnischen Park und der Belebung. Ganz in der Nähe, Herr Spieß, ist das Theaterhaus und die Musikschule. Und wie Sie vielleicht wissen, hatten wir immer vom historischen Hafen ein Fest. Und ich habe diese beiden Häuser angesprochen und die waren sehr glücklich darüber, dass man sie mal aus ihren Häusern herausholte und ihnen ein Forum geboten hat. Und beide Häuser, das Theaterhaus, ist eigentlich so eine Probebühne, die mal ganz glücklich ist, wenn sie mal austreten kann. Sie haben hinten in der Waldstraße so eine kleine Bühne aufgebaut und ein kleines Publikum. Vielleicht könnte man die dazu, nein, nicht bewegen. Ich glaube, die wären ganz glücklich, wenn sie in einer anderen noch mal zur Darstellung hätten. Und genauso ist das mit der Musikschule, die ja eben in ihrer Nachbarschaft ist, beide in der Waldstraße. Genau. Das ist die eine Seite, Oder soll ich meine zweite Frage? Ich stelle schlichtweg meine zweite Frage noch, die Fischtreppe. Da wollte ich etwas dazu sagen. Hat man überhaupt festgestellt, ob sich so etwas lohnt? Hat man die Fischbestände eigentlich mal in der Spree untersucht? Denn man hat ja festgestellt, dass sehr viele hormonell wirksame Stoffe in der Spree, in einem Spreekanal, aber eben auch in anderen Flüssen sind und dass die Fische verweichlichen und sich gar nicht mehr vermehren können. Diese Stoffe sind nachgewiesen worden in unseren innerstädtischen Flüssen. Und deswegen stelle ich die Frage, sind diese Fischbestände überhaupt da, für die man so eine wahnsinnige Treppe da baut? Ist daran überhaupt mal gedacht worden? Das sind meine beiden Fragen, einmal an Herrn Spieß und einmal an Herrn Kuhn. Ja, Herr Spieß, wenn ja. Sie beginnen wollen. Die Partner, die Sie genannt haben, ich weiß, dass wir schon mehrmals Kontakt hatten mit der Musikschule und das in der Tat in der Richtung geht, dass die Musikschule sehr gerne mit uns zusammenarbeiten möchte.
Die werden ja unter dem Dach, das ist eine wundervolle Konstruktion, die Sie vielleicht auch noch kennen als Nachbar. Das ist ein Ding, das gerettet werden muss, weil ja, also das Gebäude ist ganz marode. Ich hoffe, das klappt alles noch. Es wird etwas vertieft, damit auch wirklich Raum entsteht für Veranstaltungen und Konzerte. Die Musikschule hat schon mit uns Gespräche geführt, dass wir ein Ort sein können, in dem dasjenige, was sozusagen vorbereitet wird, auch ausgeführt wird. Nicht nur in der Musikschule, aber auch bei uns. Das Theatergebäude. Ich bin sicher, dass wir mit mehreren Partnern, die auch in Mitte ansässig sind, dass wir damit in Gespräch kommen. Wir sind gerade auf dem Punkt, dass wir jetzt zumindest mal die Vorplanung fertig haben. Was man macht natürlich mit einer Vision schon, aber jetzt in der weiteren Planung, in der definitiven Planung, gibt es wirklich Bedarf, um Entscheidungen zu treffen. Es ist aber eben so, dass es noch 5 Jahre dauert, bevor es so weit ist, dass es eröffnet. Und wir müssen eine bestimmte Flexibilität einbauen, denn manche Partner wird vielleicht nicht mehr existieren. Andere haben andere Häuser gefunden, anderen sind noch vielleicht irgendwo anders in der Stadt hingezogen. Einerseits ja, Partnerschaften mit existierenden Organisationen, aber gleichzeitig auch beweglich bleiben, damit, wenn etwas passiert, ein anderer Direktor bei der Musikschule, dass nicht auf einmal das ganze Konzept kaputt fällt, weil dann auf einmal ein Partner aussteigt. Also wir sind eben dabei, um das jetzt aufzubauen, aber dann auch mit einer flexiblen Lage, damit wir auch noch beweglich sind, wenn mehr mitmachen wollen, wenn andere mitmachen wollen und wenn manche Partner aussteigen. Ja, zu den Fischbeständen würde ich es gerne ganz kurz machen. Bis vor 4 Jahren hat das Fischereiamt, war das Teil unserer Verwaltung. Sie wissen, wir sind in dieser Legislaturperiode in 2 Häuser geteilt worden. Da saßen damals der Leiter vom Pflanzenschutzamt, der Leiter vom Forstamt und die Leiterin vom Fischereiamt immer ab freitags am Tisch unseres Senators, wo wir uns alle besprochen haben. Damals habe ich noch relativ viel mitbekommen, wie es den Fischbeständen geht und was die sozusagen die fachpolitischen Schwerpunkte in der Erhaltung und Entwicklung der Fischbestände sind. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Das ist so eine typische Frage, die ich gerne weitergeben werde, Frau Ellerbro. Dann erfahre ich vielleicht auch was dazu. Vielleicht komme ich da ganz kurz nochmal drauf zurück, weil Sie sagen, gerade das Stichwort Fragen weitergeben genannt haben. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr und wir sind schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Und da möchte ich Sie fragen, Herr Kühne, was passiert denn jetzt genau mit den Fragen, die wir jetzt heute nicht mehr beantworten können? Ich habe jetzt noch 2 Fragen, die ich gerne noch an Sie beide stellen würde und dann würde ich das Ganze gerne weitergeben. Und vielleicht können Sie kurz umreißen, was wir machen, wenn wir jetzt Fragen mitnehmen und wie dann damit umgegangen wird. Sie haben ja die Fragen, die bisher schon vorlagen, schon geclustert und etwas systematisiert. Ich nehme an, es ist leistbar, das jetzt auch nochmal zu ergänzen, um das, was wir heute Abend besprochen haben. Ich glaube, dann kann man eine Auswahl treffen von Fragen, die nicht beantwortet wurden, entweder weil sie sehr speziell sind oder weil sie einfach andere Zuständigkeiten angehen. Wir sind es ja gewohnt, jetzt im Rahmen der Stadtwerkstatt dann solche Fragen auch an andere Senatsverwaltungen beispielsweise oder die BBM weiterzuleiten. Ich glaube, das können wir auch leisten. Und dann müssen wir sehen, das werde ich dann gerne mal mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen besprechen, dass wir das dann vielleicht auch hier im Forum mal kommunizieren und dann vielleicht die wesentlichen Fragen vielleicht auch nochmal online stellen oder, wenn es sehr spezielle Fragen sind, auch an die Fragestellerinnen und Fragesteller beantworten. Ja, vielen Dank. Das
lässt sich, glaube ich, gut umsetzen. Da weise ich schon mal auf die Website der Stadtwerkstatt hin, wo das dann natürlich auch transparent und öffentlich sein wird. Und da wir jetzt auf Main Berlin auch die Beteiligung ja auch gestartet hatten und Sie ja auch auf Main Berlin die Möglichkeit hatten, den YouTube-Stream anzugucken, werden wir die Ergebnisse natürlich dort auch verlinken, sodass also auch die Personen, die über Main Berlin dann auf unser Format gestoßen sind, dort auch berücksichtigt werden und an die Informationen kommen. Ich habe jetzt aus den Fragen, die wir jetzt noch zur Verfügung haben, noch eine, die mich auch persönlich interessiert, herausgenommen und denke, dass die uns vielleicht weiterbringt. Und zwar kommt die Frage, wann wird es wieder projektbezogene Beteiligung in der Stadtwerkstatt geben, nach dem heutigen Format sozusagen das, was passiert als nächstes, Herr Kühne? Wir planen gerade die Veranstaltungen für Anfang nächsten Jahres. Sie haben es vielleicht schon mitverfolgen können. Wir haben hier die Infrastruktur der Stadtwerkstatt in der Online-Beteiligung auch schon genutzt, um Projekte, die jetzt nicht in der Berliner Mitte liegen, hier zu präsentieren. Also wir bereiten gerade eine Veranstaltung zum Ludwig-Jahn-Stadion vor. Und die nächste Veranstaltung, also im Januar, Februar soll es hier Veranstaltungen geben. Wir bereiten eine Veranstaltung zur City West vor und wir wollen im März gerne eine Veranstaltung dann zum Rathausforum machen im Kontext mit unserem Wettbewerb. Wir sind gerade in den Endabstimmungen, also die genauen Termine und die Veranstaltungsschwerpunkte können wir Ihnen dann zeitnah übermitteln. Ja, vielen Dank, Herr Kühne. Das ist eine schöne Vorausschau. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Herr Mennig hatte sich noch eine Zeit lang gemeldet. Vielleicht ist das die letzte Frage aus unserer Zuschauerschaft. Und danach haben wir vorbereitet, dass wir jetzt in kleineren Gruppen uns oder Sie sich in kleineren Gruppen dann nochmal zusammenfinden können über unser Werkzeug Zoom, wo vielleicht Sie die Fragen, die heute vielleicht noch offen geblieben sind oder die noch ergänzt werden sollten oder bei denen vielleicht auch jetzt noch neue Aspekte aufgetaucht sind, nochmal vielleicht in einer kleinen Gruppe besprechen können und daraus eine Fragestellung, die wir dann auch mitnehmen können, entwickeln können, die wir prioritär dann bearbeiten können und wo wir überlegen, wie können wir Ihnen da ein Format auch zur Verfügung stellen, was Ihnen diese Frage vielleicht auch multimedial beantwortet. Das als Vorschau zu dem, was wir dann gleich machen, wenn Herr Mennig noch das Wort hatte und dann werden wir uns danach dann zum Abschluss unserer Veranstaltung wieder zusammenfinden. Vorher noch Herr Mennig. Nochmal zum Thema Planung und Ausschreibung. Wir waren uns ja an mehreren Stellen einig, was wir nicht wollen. Kostic hat den Biergarten genannt, aber was wir wollen, da sind wir noch so ein bisschen unsicher. Wir waren schon mal so weit bei dem Thema Molkenmarkt und da hatten dann echt gesagt, wir wollen nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, Beispiele haben aus anderen Städten, auch gerne international, wo so diese Melange aus Kleinteiligkeit und Modern einigermaßen gelungen ist. Ich wollte fragen, ob das bei Molkenmarkt inzwischen diese Beispiele gibt und ob das nicht auch ein Verfahren wäre, wie wir ansonsten dann bitte vorgehen könnten. Damit den Planern, die sich an Ausschreibung beteiligen, auch so ungefähr wissen, was uns vorschlägt. Haben jetzt gerade vier sogenannte Fachlabore hinter uns gebracht, wo wir auch online diskutiert haben mit verfahrensbeteiligten Verwaltungen, aber auch mit Expertinnen und Experten. Und insbesondere zu dem Thema, das Sie angesprochen haben, hatten wir da einen Vertreter aus Wien dabei, den Chef der IBA in Wien. Also in Wien, Wien ist eine der Städte, wo man sich mit diesen Fragen auch sehr intensiv auseinandersetzt.
und auch schon mehr Erfahrung hat als in Deutschland oder in Berlin, also was das Kuratieren und Bewirtschaften von Erdgeschossen und von Ladenzonen, vor allem an Neubaustandorten betrifft. Sie kennen das vielleicht aus der Vorbereitungsphase für den Wettbewerb Rathausforum, Marx-Engels-Forum. Wir werden jetzt diese Inputs und die Diskussionsergebnisse aufbereiten und das auf dieser Grundlage dann auch zur städtebaulichen Qualifizierung für den Molkenmarkt auch Beteiligungsveranstaltungen vorbereiten. Also da wollen wir das dann nochmal ganz konkret diskutieren. Also uns interessiert die ganze Bandbreite von Erfahrungen, natürlich auch aus anderen deutschen oder europäischen Städten, aber natürlich auch die Alltagserfahrungen aus einem Nachbarquartier wie dem Nikolaiviertel oder aus den Rathauspassagen. Also wir haben ja in ganz unmittelbaren Nachbarschaft oder jetzt auch die Diskussion, was bringen Pioniere in einem Haus der Statistik. Wir haben ja in sehr unterschiedlichen Gebäudestrukturen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Haus der Statistik versucht die Zivilgesellschaft neue Aktivitäten zu etablieren. Die Rathauspassagen gehören zum hochkommerziellen Bereich am Alexanderplatz, also im Eigentum der WBM. Das Nikolaiviertel ist auch Eigentum der WBM, ist aber mehr touristisch orientiert. Und wir wollen eben, oder auch in der Münze gibt es erste kleine Ansätze für Gastronomie und ja, kommerzielle Angebote. Wir wollen herausfinden, was es dort in diesem größeren Quartier alles schon gibt und vor allem, woran es fehlt, an welchen alltagstauglichen und welchen kreativen Angeboten und überraschenden Angeboten. Denn unser wichtigstes Ziel ist dann, dass Besucher und Besucher aus anderen Teilen der Stadt, aber auch aus dem Nikolaiviertel oder dem Rathauspassagen sagen, ja, ich will mal über die breite Straße gehen, weil es dort im neuen Quartier Dinge gibt, die attraktiv sind und die ich jetzt vielleicht in meinem eigenen Blog oder in meinem eigenen Kiez noch nicht habe. Ja, danke schön, Herr Kühne. Jetzt sind einige Fragen nicht beantwortet worden, die wir zugesandt bekommen haben von Ihnen. Und jetzt laden wir Sie ein, in kleineren Gruppen nochmal darüber nachzudenken, welche von diesen Fragen sich eventuell zusammenfassen lässt, was Ihnen am wichtigsten ist und welche Frage Sie am Ende Herrn Kühne und Herrn Spieß mitgeben möchten, vielleicht im Nachgang noch intensiver zu beantworten. Und Frau Vogelsang wird jetzt sogenannte Breakout-Sessions in Gang setzen, wo sie dann in kurzen Gruppen 7 Minuten lang, in kleinen Gruppen 7 Minuten lang nochmal darüber sprechen können, wie, was jetzt diese Frage sein könnte. Und wenn wir uns dann gleich wiedersehen, wäre es schön, wenn eine Person aus der Gruppe diese eine Frage einmal ganz kurz vorstellt. Und dann kommen wir zum Abschluss des heutigen Abends. Dorothea, wir können starten. Wie viele Leute? Ja, vielen Dank, dass Sie in den Gruppen mitgearbeitet haben. Und ich bin gespannt, was jetzt herausgekommen ist und welche Frage Sie jeweils in der Gruppe erarbeitet haben. Wer möchte denn beginnen, diese Frage, die Sie aus der Gruppe mitgebracht haben, einmal in 1 oder 2 Sätzen zu stellen und vielleicht minimal zu erläutern? Wer möchte loslegen? Bitte heben Sie die Hand digital, so wie die anderen das eben auch gemacht haben. Das funktioniert für uns am besten. Dann können wir Sie laut schalten. Frau Ellerbrock, Sie sind leider noch nicht laut. Wenn ich keinen Antrag jetzt der Gruppe melde, dann mache ich das. Wir hatten 3 Fragen. Einmal diese Sache mit dem Shuttleverkehr.
der Verbindung zwischen dem Schloss oder dem Humboldt-Forum und meinetwegen dem Märkischen Museum und darüber hinaus. Das war die eine Frage. Und da wurden die Bedenken geäußert, ob sich da überhaupt Leute finden. Und ich hatte mal mit Wolfgang Menk darüber gesprochen. Also ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Dann war die zweite Frage ein Radweg. Und da sind wir dann aber unterbrochen worden. Und die dritte Frage war, welche alternativen Gewerbe könnte man Kunden anbieten? Welche Gewerbe könnte man alternativ anbieten? Und da habe ich dann Vorschläge gemacht, aber die haben sie auch schriftlich. Okay, herzlichen Dank. Das nehmen wir gerne auf und überlegen, wie wir diese Frage schlau und sinnvoll beantworten. Gibt es noch weitere Fragen, die eben in den Kleingruppen entstanden sind und die Sie uns jetzt vortragen möchten? Herr Mennig hat sich gemeldet. Herr Mennig? Ja, leider hören wir Sie noch nicht. Kleinen Moment noch bitte. Herr Mennig, wir haben Sie leider noch nicht gehört. Bitte beginnen Sie nochmal. Jetzt besser? Jetzt ist es wunderbar, vielen Dank. Ja, also die Überschrift ist Qualitätssicherung. Geht um Wolkenmarkt und die ganze Umgebung. Und wir haben das Beispiel Heidestraße bekommen. Und es ist aus unserer Sicht nicht so gesund, obwohl es da viel Beteiligung gab, viel Vision, viel Ausschreibung. Aber rausgekommen ist irgendwie auch etwas anderes. Wir fragen uns, was kann man eigentlich machen, damit die Qualität sichergestellt wird, die man vorher erarbeitet, dass auch ungefähr so gebaut wird und dass es dann nachher auch eine Aufenthaltsqualität hat. Das ist eine spannende Frage, die tatsächlich auch wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Das nehmen wir gerne mit. Gibt es noch weitere Impulse, die jetzt aus den Kleingruppen kommen? Ich sehe erstmal keine erhobenen Hände oder Winken oder so. Insofern gehe ich davon aus, dass das die Fragen waren, die jetzt übrig geblieben sind, die Ihnen auch wichtig sind, und das nehmen wir gerne mit. Und damit möchte ich jetzt zum Abschluss unserer Veranstaltung kommen. Erstmal möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie heute Abend bei uns waren, dass Sie uns mit Fragen versorgt haben, und ich möchte natürlich auch Herrn Kühne und Herrn Spieß danken, dass Sie so bereitwillig und so ja, an vielen Stellen wirklich spannend geantwortet haben. Und möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir das, was wir heute Abend gehört haben, auch ja aufgenommen haben, und wir werden das zusammenfügen, nochmal online stellen und Sie über den Werkstattbericht und über die Website der Stadtwerkstatt natürlich auch darüber informieren, wenn die Ergebnisse des heutigen Abends dann zur Verfügung stehen. Ich gebe noch mal ganz kurz den Ausblick in den Januar, dass wir dann uns um den Friedrich-Jahn-Sportpark kümmern, und freue mich, wenn Sie sich weiterhin im Werkstattbericht entweder angemeldet haben oder das noch tun und wir Sie darüber dann auch erreichen können. Und damit schließe ich und gebe das Wort an Herrn Spieß und Herrn Kühne weiter. Das letzte Wort ist für dich. Ne? Ja. Ich möchte mich bedanken für diese wunderbare Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, wir brauchen Energie, um weitermachen zu können. Und Momente, in denen wir ein bisschen zusammenkommen und feiern, das war heute nicht möglich. Ich habe aber eine Gedanke, die ich mit euch teilen möchte. Mai, Juni wird es wieder besser sein, können wir wieder zusammenkommen, auf der Straße auch verbleiben. Wir haben eine Idee, es gibt in Juni gibt es einen Brückentag, und ich habe die umgetauft dieses Jahr in Brücke-Tag, den 14. Mai oder Juni war es jetzt. Das ist ein Tag, in dem wir die Weißen Brücke im Mittelpunkt stellen möchten und einen feierlichen Tag machen möchten, in dem wir alle zusammen etwas ganz
Lustiges machen. Und das machen wir in ein, sag ich mal, in eine Prozession von bunte mit Personen auf Fahrrad und laufend, aber dann vielleicht auch teilweise verkleidet. Natürlich müssen die Schiffe auch mitmachen. Manfred, ich, Wolfgang, ich habe jetzt Schiffe gesagt. Und dann geht das von Humboldt Forum zum Beispiel entlang der Nikolaiviertel, entlang niederländische Botschaft und Wasserbehörde bis zur Brückenhaupt. Wo wir auf einmal anhalten und den ganzen Tag versuchen, auf lustige und kreative Weise zu überqueren. Mit Fahrrädern, mit Schiffen, mit vielleicht auch Schwimmen und so weiter. Einen ganzen Tag feierlich und mit viel auch hoffentlich lustige Momente an beiden Ufern. Vielleicht abends auch noch ein bisschen so eine Überquerung mit Licht oder was, indem wir diese weißen Brücke schon mal im Blickfeld von der Presse und von der Belegschaft und von der Politik und von der Umgebung sozusagen ganz nach vorne bringen möchten. Und wir organisieren das gemeinsam mit Partnern und ich möchte euch allen einladen, um da kreativ mitzudenken und vor allem auch an diesem Tag mitzumachen. Was jetzt 14. Juni, ich glaube schon, das ist glaube ich der Brückentag, den ich meine. Na, wenn es nicht richtig ist, dann ist es den 14. Mai, aber ich dachte, es ist den 14. Juni. Und das ist, glaube ich, zwischen Himmelfahrt und das Wochenende. Die Brücketag für die Weißen Brücke. So. Ja, ich freue mich sehr, dass Paul Spies und sein Team imaginäre Brücken schlagen, die auch noch Spaß machen. Ich glaube, Spaß haben sollte eine zentrale Vokabel für das nächste Jahr sein, wenn man sich dann wieder hoffentlich unbefangener und uneingeschränkter begegnen kann. Ich freue mich, dass wir hier mit unserer professionellen Unterstützung Online-Brücken gebaut haben. Uns ist die Kommunikation mit Ihnen, die uns ja zum Teil schon über Jahre begleiten und vor allem aber auch mit all denen, die zwischendurch neugierig werden und sich an unseren Veranstaltungen beteiligen, sehr, sehr wichtig. Wir haben es heute mal mit einem Fragen- und Antwortformat probiert. Ich glaube, aus unserer Sicht ist es erstmal ein Erfolg, weil es sehr viele Fragen gab. Und mir hat es auch Spaß gemacht, mit Paul Spies Fragen zu beantworten. Das hat mir geholfen, nicht zu einseitig Stadtplaner zu sein. Wenn es für Sie ein Gewinn war, dann freut es mich natürlich noch umso mehr. Und vielen Dank für Sie und noch einen schönen Abend. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause, entfällt ja heute. Aber machen Sie noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Auf Wiedersehen.